Es ist der 3. Dezember 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und nachdem wir jetzt das dritte Türchen haben öffnen können in diesem Monat der Adventskalender, gehen wir heute dann auch mal wieder in den Sendegarten. Es ist ein bisschen kühl geworden, aber nichtsdestotrotz sind wir hier. Wir haben ein Feuerchen angemacht und wärmen uns daran gerade schon die Hände und die Füße. Und in der Runde sitzen dabei die Claudia. Guten Abend, Claudia. Hallo, warum hat denn niemand gesagt, dass schon Dezember ist? Hast du gar nicht gemerkt, dass schon Dezember ist? Nee, irgendwie nicht. Also ich habe es am 1. Dezember gemerkt, weil ich von Adventskalender-Benachrichtigungen irgendwie erschlagen wurde. Alle möglichen Institute, was weiß ich, alle möglichen Leute haben, auch Organisationen haben virtuelle Adventskalender gebaut. Das ist irre. Und Podcasterinnen und Podcaster ja auch. Kommen wir später noch zu. Also ich konnte es nicht übersehen. Ging nicht. Ging gar nicht. Hast du es übersehen können, Sebastian? Guten Abend. Nein, guten Abend zusammen. Ich alles voller Adventskalender wie immer. Alles wie immer. Ist das das einzige Merkmal, woran du gemerkt hast, dass Dezember ist, oder ist dir auch was anderes aufgefallen? Es ist kälter geworden. Was eigentlich unüblich ist für den Zimmer mittlerweile, aber ja, also insofern, ja. Nee, ansonsten, keine spezifischen Merkmale. Also ja, der übliche Monatswechsel halt, ne? Ja. Ich habe am Wochenende noch gesagt, ich bin froh, dass es ein paar Minusgrade hatte. Ich musste einmal irgendwie Eis kratzen am Auto morgens, wo ich gedacht habe, wenigstens das funktioniert noch. Also wenn das jetzt auch noch wegfallen würde, wenn wir jetzt quasi durch den Winter hindurch, was weiß ich, 15 Grad hätten oder so, dann wäre dieses Jahr komplett gruselig. Aber zumindest das mit dem Eis funktioniert noch, habe ich mir gedacht. Man hält sich ja mit wenig aufrecht. Womit hältst du dich aufrecht? Guten Abend, Sebastian. Ach, Sebastian, war ich schon wieder zum Lars? Es gibt's doch gar nicht. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Ich habe dich schon wieder mit Sebastian angeredet. Das wird langsam zum Running Gag. Ich meine, ich bin der Einzige, der darüber lachen kann, aber ist egal, es ist jetzt ein Gag. Ja. Ja, ich verstehe. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Es ist ja auch jetzt nicht so ein Klopper, aber ich mache den Mund auf, es kommt das falsche Wort mal raus. Ja, wir merchen das zu Selarstian und dann klappt das. Wow, das klang gut. Das muss ich mir aufschreiben. Super. So, das war gar nicht so einfach auszusprechen. Das glaube ich dir. Das sind die üblichen Verdächtigen hier im Sendegarten. Und wir haben ja noch eine Position, nämlich unsere Gartenbank. Und da hat Platz genommen der Ole. Guten Abend, ja. Ole. Hallo, schönen guten Abend. Oder muss ich bei dir Moin sagen? Oder sogar Moin Moin? Nee, Moin Moin ist ja Schnacken. Das, also wenn dann ein. Okay. Aber sag mal, Moin, also auf irgendwelchen Inseln wird doch Moin Moin gesagt. Oder bin ich komplett das falsch? Das machen nur die Touristen. Also ich bin ja auch Quitt hier, ne? Also in Hamburg nennt man die Zugezogenen ja so. Quittje. Ich frage mich nicht, wo das herkommt, das habe ich noch nicht ergoogeln können. Aber es gibt ja in Hamburg Gebürtige, Geborene und Quittje. Gebürtig, ich komme immer durcheinander. Es gibt welche, die sind hier wirklich geboren, dann muss der Opa schon geboren worden sein und dann gibt es eben uns von außen sozusagen, die dann irgendwann dazugekommen sind. Okay. Ja, das mit der Einwanderungspolitik, das hat Deutschland ja immer schon sehr gut gekonnt. Ja, südlich der Elbe ist ja Bayern. Man weiß immer sehr genau, wer dazu gehört. Naja. Obwohl, also eigentlich ist doch Hamburg eine Weltstadt, die möchte sich doch gerne damit schmücken, dass sie so... Ja, das ist auch nicht böse gemeint. Also ich glaube, war ich der Zugreiste, das war irgendwie negativer, glaube ich. Aber in Hamburg, das Quittje, das ist, glaube ich, die sind meist fanatischere Hamburg-Fans als die Gebürtigen, also oft. Hier in Wien sind das übrigens Zugreiste. Ja, siehst du, also fast wie in München, ja. Und das ist, es ist aber wichtig, ne? Es ist irgendwie wichtig. Ja, wenn man in der schönsten Stadt der Welt wohnt, ne, dann will man das ja auch wahrscheinlich irgendwie mit angeben. Ja,
Ja, eigentlich ist das völlig Humpe, wo der Mensch jetzt seine Wurzeln hat. Ne? Der ist gerade in dem Moment halt da. Der Mensch ist Zeitgenosse und Ortsgenosse und als solches ist er eben dann da. Und dann wird mit dem halt was gemacht oder auch nicht. Ob der jetzt von Norden oder Süden oder Westen oder Osten zugereist ist oder nicht. Weißt du, das Problem ist ja nicht, wo die Leute herkommen. Das Problem ist, dass sie in dem Moment da sind. Okay. Vielleicht geht dann wieder, wenn ihr das wollt. Nee, das ist das, was ich damals gelernt habe, als ich das Problem mal hatte, weil ich ja hier, ich wohne ja in Wien und ich bin hier ja genauso Ausländerin. Und ich hatte damals halt irgendwann auch mal ein Erlebnis, wo einheimische Wiener, tatsächlich Männer, sehr unhöflich wurden, als sie mitgekriegt haben, dass ich jetzt dann in ihren Augen einem guten Österreicher einen Studienplatz wegnehme. Ich meinte dann, wenn das jetzt deine Doktoratsstelle Philosophie war, dann tut mir das ganz schrecklich leid. War es nicht, aber war nicht der Punkt. Und im Nachgang dessen wurde mir das dann irgendwann mal gesagt, das Problem ist ja nicht, wo ich herkomme, sondern das Problem ist, dass ich halt gerade da war. Und ja, es war eine interessante Erkenntnis, die mein Weltbild ein bisschen bereichert hat. Ja, okay. Also tatsächlich habe ich in Hamburg noch nie das Gefühl gehabt. Ich zumindest fühle mich sehr willkommen. Ist ja schon eine Weile her, aber ja. Warum bist du denn da hingezogen? Warum hat es dir denn in Bayern nicht gefallen? Also Bayern war ich ja auch nur ein Jahr. Also ich bin ja gebürtiger Niedersachse, also da, wo die ganzen Schweine und Hühner herkommen, ne? Wo wir bei den tanzenden Hühnern gerade waren. Niedersachsen bekannt für die tanzenden Schweine und die Hühner. Hätte ich jetzt nicht so, also wusste ich nicht, dass das so zum Doch, Kreis Vechta ist das so. Okay. ja, bin dann irgendwie jobmäßig in die Nähe von Hamburg gekommen, in so einer Stade. Und dann habe ich gedacht, wenn ich schon so dicht bei Hamburg bin, dann will ich da auch hin. Und seitdem bin ich hier seit schon 15 Jahre oder so. Och, bist du ja doch schon, hast du reingeschmeckt. Ja, Establishment quasi. Aha. Ich habe gehört, am Jungfernstieg kann man jetzt nicht mehr Auto fahren. Ja, finde ich sehr angenehm tatsächlich. Also ich finde gerade, ich glaube, Jungfernstieg, der kann da echt von profitieren, weil es war echt so ein, ja, also zu Fuß war es nicht schön, mit Rad sowieso nicht. Und da jetzt quasi eine Promenade von machen, finde ich eine gute Sache. Ich bin ja nur, warum bin ich denn da gewesen? Ich war da in mehreren Jahren aufeinanderfolgend, da war irgendein Kongress in Hamburg. Und ach, der für mich relevante. Da war immer am Jungfernstieg war Weihnachtsmarkt. Ja, das ist der teure Weihnachtsmarkt von Hamburg, ja, genau. Ja, also ja, klar, der Nobel-Weihnachtsmarkt, ne? Genau, da musst du ja auch hin, passt ja dann, ja. Genau, ja, nur das Beste für mich, klar, sicher, natürlich. Das war der Einzige, den ich da gesehen habe. Aber ich frage mich, warum bin ich denn da hergegangen? Was war denn da? Oh, keine Ahnung. Ich habe nur das Bild vor Augen und da ist mir noch aufgefallen, dass hinter den Weihnachtsbuden war sofort Autoverkehr. Also da ist ja auch die Apple-Filiale. Ja. Und um da hinzukommen, also ich war nicht drin und bin noch nicht mal an die Fenster gegangen. Apple macht ja nicht so viele Windows-Updates, wie ich hier brauche, um zu überleben. Aber ich habe das halt gesehen, dass dieser große weiße Apfel da an der Backsteinfassade hing. Also irgendwie passte das nicht zusammen. Das war ganz komisch. Und da war aber dieser starke Autoverkehr dazwischen. Und da habe ich noch gesagt, das gefühlt irgendwie so, die Mischung stimmt hier irgendwie nicht. Und als ich jetzt gehört habe, dass das verkehrsberuhigt wird, habe ich gedacht, guck, die wissen ja doch, wie sie sich schön machen. Und das finde ich gut. Ja, hat lang genug gedauert und es ist eigentlich, also ich glaube, das macht eigentlich echt keinen Sinn, da mit Auto hinzufahren. Das ist eigentlich totale Wahnsinn, in die Stadt mit dem Auto zu fahren. Also gerade da, da fährt man halt normalerweise U-Bahn, die ist ja auch direkt da. Oder eben zu Fuß Rad und sowas. Und ja. Mal gucken, wie viel. Das dauert ja ein bisschen, ne? Die wollen ja erstmal nur ausprobieren. Also die haben noch keinen festen, nichts umgebaut, sondern die einfach quasi Blumenkübel hingestellt und kassieren ganz fleißig ab bei den Autofahrern, die diese 2x2 Meter Schilder trotzdem nicht sehen. Aber in einem Jahr oder so wird es dann fest werden, so ungefähr. Jetzt muss ich gerade ein bisschen lachen, weil ich überlege, was könnte denn der Kongress gewesen sein, die Veranstaltung gewesen sein, warum ich in Hamburg war. Vielleicht war es der CCC, der irgendwie PAN 31, C3, 32, C3. Das könnte durchaus sein. Ja, im CCH dann wahrscheinlich, ne? Also CCC im CCH. Nee, aber dann sitzt ja doch nach Weihnachten.
Ach, egal. Was interessiert euch? Also, was halte ich euch hier mit meinen... Aber die Weihnachtsmärkte tatsächlich noch offen. Also zumindest ein paar Tage nach Weihnachten haben die ja noch. Ja. Postweihnachten. Oder du warst auf Santa Pauli eigentlich. Gib's doch zu. Nee. Das ist der Weihnachtsmarkt mit den anderen Sachen, die man da kaufen kann. Ach so. Hört sich aber lustig an. Ja, ist es auch. Also man kann auch, also man, in normalen Jahren kann man auch ganz normal Glühwein trinken und alles. Ist halt nur so ein bisschen, ein bisschen spannender, sage ich mal da. Aha. Okay. So Lack und Leder für Weihnachtsmänner oder? Ja, du hast eigentlich so, tatsächlich so Buden, wo du dann eben das kaufen kannst, was du sonst in den Boutiquen da in Hamburg, in St. Pauli drum zu quasi kaufen kannst. Ach so, okay. Direkt auf dem Spielbubenplatz. Ja, genau. Auf dem Spielbubenplatz, wo sonst auch immer hier sowas wie Eurovision und sowas übertragen wird, da ist dann im Winter immer Santa Pauli. Und warum sagt mir das keiner? Ich muss hier auf diesen blöden Allerweltsweihnachtsmarkt gehen und irgendwie da, überteuerte Bratwurst essen und da gibt es da nebenan was Spannendes und ich darf das nicht sehen. Das hat mir keiner verraten, unerhört. Insider-Tipps. Ja, genau. Mann. Aber was ich so witzig fand, war, da waren irgendwie, genau am Jungfernstieg, da haben die so Ausflugsboote Feste liegen gehabt, das waren aber für Kinder, waren das so Bastelbütchen, also die haben da so ganze Schulklassen reingetan, da in diese Boote, die da so rumlagen, oder Schiffe wahrscheinlich, ne? Groß, also länglich, so, was früher vielleicht ein Ausflugsdampfer war, die sahen jetzt nicht mehr so aus, als würden die Ausflüge fahren, sondern da waren eben so Weihnachtsbastelstuben eingerichtet für Kinder und dann standen die da auch alle ganz brav davor und das war total putzig. Also das war richtig niedlich. Ja, ich glaube, die sind auch echt auf Jahre ausgebucht. Also die sind sehr, sehr begehrt. Ja. Also klar, wenn Mutti und Vati shoppen gehen können und die Kinder mal eine Stunde abgeben, ist das natürlich ein Traum, ne? Ach so war das gedacht. So eine Art Schließfach für Kinder. Ja, genau. Okay, ja, auch nicht schlecht. Ich frage mich ja gerade ernsthaft, zu welcher Uhrzeit ich denn da rumgelaufen bin. Es war auf jeden Fall dunkel, aber ich habe Kinder gesehen. Ach nee, ich wollte euch doch nicht mehr langweilen mit meinen unvollständigen Erinnerungen, egal. Ja, also wir kommen gleich nochmal wieder zu dir zurück, Ulle. Das hat ja seinen Grund, warum du hier im Garten sitzt. Aber wir müssen vorher noch kurz, wir müssen ja gar nichts, ne? Wir sind ja hier im Sendegarten, ist ja alles freiwillig. Wir machen ja, wir setzen uns ja nicht unter Druck. wir machen ja alles freiwillig und deswegen machen wir jetzt ganz freiwillig die neue Ernte. So, und immer wenn man denkt, ach, warum macht man das eigentlich und kann man nicht irgendwie mal doch mal den Sendegarten zumachen, dann kommen so nette Zuschriften, die dann spüren lassen, dass es für viele Menschen dann doch irgendwas Besonderes ist. Zum Beispiel hat der Philipp geschrieben, ich darf das vorlesen, obwohl es auf einem, DM-Kanal reingekommen ist, und er schrieb am 25. November eben Folgendes. Moin, von einem Konservenhörer. Die neue Folge hat mich gerade durch eine schlaflose Nacht gebracht. Dafür schon mal danke. Zum gleichen Thema wie der Kommentar am Anfang, Klammer auf, da ging es um die Abspielgeschwindigkeit. Wir hatten das letzte Mal den Kommentar von Dings erwähnt, weil wir vergessen hatten, den Chasen einzuspielen. Und dann... Dirk, der nicht Dirk Prims ist, der hatte doch gesagt, wir haben ihn vergessen, dann haben wir das nachgeholt und zu dem Thema hat sich jetzt Philipp geäußert. Habt ihr es verstanden? Okay. Also, zum gleichen Thema wie der Kommentar am Anfang wollte ich auch noch was loswerden. Mir ist die erhöhte Geschwindigkeit beim Podcast nämlich auch sehr wichtig und gehört für mich zum Podcast-Feeling dazu. Da ich großer Fiction-Fan bin, aber sehr viele Podcasts in dem Bereich mit erhöhter Geschwindigkeit nicht mehr funktionieren, Klammer auf, Soundeffekte, Hintergrundmusik etc., gibt es da leider kaum Podcasts, die in meine Hörgewohnheiten passen. Also, wenn in der nächsten Folge dafür Zeit übrig ist, startet doch mal einen Aufruf, Fiction-Podcasts zu machen, die auch gut in Podcast-Hörgewohnheiten passen
und nicht einfach Hörspiele oder Aufzeichnungen von Pen- und Paper-Runden sind. Als Beispiel hätte ich da Geschichten aus dem Nichts, den ich absolut genial finde und der super als Podcast funktioniert. Ich selbst mache einen Podcast, der aus einer fiktiven Welt heraus gesendet wird, aber den mache ich eigentlich nur, weil es sonst keiner macht. Viel lieber würde ich so einen Podcast einfach nur hören und irgendwo muss es doch Nerds geben, die zum Beispiel einen Nachrichtenpodcast aus der Welt von Harry Potter oder einen Tagebuch-Podcast von einem Ork aus Mordor machen möchten. Gerade Podcasts vom Orks sind meiner Meinung nach ein sträflich vernachlässigtes Genre. Danke für den Podcast, macht bitte weiter so, auch mit den ausführlichen Shownotes. Durch das Durcharbeiten der Shownotes alter Folgen von euch bin ich auf einen meiner Lieblingspodcasts gestoßen. Klammer auf, vermutlich auch auf mehrere, aber bei dem einen weiß ich's sicher. Die sind also echt Gold wert. Gruß Philipp. Ein Nachtrag. Wenn das wirklich jemand machen möchte, also dem Aufruf folgen, würde ich auch meine Hilfe anbieten. Mache meinen Podcast zwar auch erst seit kurzem, aber zumindest ein paar Tipps für die Vorbereitung etc. könnte ich wohl geben. Gibt ja, wie gesagt, nicht wirklich viele Beispiele, an denen man sich orientieren kann. Um ein Gefühl für sowas zu bekommen, kann man auch gerne mal bei mir als Gast auftreten. Ich suche da eh immer nach neuen Leuten. Und da kann man den Philipp auf Twitter finden unter Afaldra, A-F-A-L-D-R-A, und genauso heißt auch sein Podcast Afaldra, der Fantasy-Podcast, unter afaldra.podigy.io. Ganz herzlichen Dank, Philipp. Ich hoffe, dieser Aufruf hat Früchte und du wirst demnächst Podcasts finden in richtiger Geschwindigkeit für dich, die dann auch das richtige Thema haben. Das wäre doch richtig schön. Also, afaldra.podigy.io. So, das war der Philipp. Und dann hat uns noch der Max Snyder geschrieben. Der greift das Thema der beschleunigten Abhörgewohnheiten auch auf. Er schreibt, ich höre Podcasts meist mit 1,1 oder 1,2-facher Geschwindigkeit. Alles andere klingt für mich zu hektisch. Und zu Hause höre ich eher selten. Durch den HomePod Mini, auf dem die meisten Podcasts ziemlich gut klingen, ohne aber jeden Raum zu beschallen, jetzt etwas mehr. Den Satz habe ich noch nicht ganz. Egal. Also er macht es moderat schneller. Und dann hat er sich noch inhaltlich zu dem, was wir besprochen hatten, wir haben ja über den ESC gesprochen, da hat er noch geäußert, ich finde Gildo Horn übrigens mega peinlich. Mochte den schon als Kind nicht. Die Mickey-Maus-Ausgabe mit ihm damals habe ich ignoriert. Ich hatte ein Abo der Zeitschrift. Na, dann ist das natürlich ein Statement, wenn man Abonnent ist und trotzdem die Ausgabe ignoriert. Dankeschön für die Zuschriften, Max Snyder. So, dann hatte ich noch rausgefischt, das ist nur indirekt für uns, aber weil es so schön ist, die Becky, die hat nämlich einen Hashtag geschaffen, Hashtag mein Podcatcher, und hat einfach mal ihre aktuellen Podcatcher-Inhalte auf Twitter veröffentlicht. Das ist eine riesenlange Liste geworden. Ich nehme einfach mal wahllos irgendwas hier raus. Zum Beispiel den Bechdel-Cast. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das Coronavirus-Update. Naja gut, das hören wir ja nun wahrscheinlich fast alle. Dackel und Wurst, ein Gesprächspodcast, ist dabei. DWDNS, ein Comedy-Podcast. Und es sind irgendwie, ich weiß nicht, die Liste, glaube ich, 50 Stück oder sowas. Wir werden einfach mal den Hashtag, beziehungsweise den Twitter-Tweet verschonoten. Und ihr könnt aber mal suchen, wenn ihr das folgen wollt. Es sind einige ihrem Beispiel gefolgt und haben ihr das nachgemacht. Einfach mal den Hashtag mein Podcatcher, alles zusammenschreiben, folgen. Dann werdet ihr, falls ihr Bedarf habt an weiteren Tipps, nach guten Podcasts, werdet ihr mit Sicherheit da fündig werden. So, das waren die Beiträge der neuen Ernte und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem jungen Mann aus Hamburg auf der Gartenbank. Bist du zusammengezuckt, Ole? Ja, also bei dem jungen Mann bin ich erstmal sehr, sehr dankbar. Ja, ich las letztens irgendwie einen Tweet, da sagte jemand, das ist also
immer falsch. Also entweder ist die Person quasi Jugendlicher, dann wird er quasi mit junger Mann angesprochen, weil er dann ist er kein Mann, ne? Dann ist das falsch. Oder du bist schon im Seniorenalter, wirst als junger Mann angesprochen, dann ist das jung falsch. Also diese genau. Bezeichnung sei grundsätzlich immer in allen Verwendungen falsch. Deswegen benutzt du sie auch. Ja, genau. Passt, also ging mir gerade durchs Hirn. Ja, herzlich willkommen noch einmal auf der Gartenbank. Ja, danke. Du bist also der Ole aus Hamburg, der eigentlich aus Niedersachsen kommt, da wo so die Tiere wild rumtanzen, bist über Bayern dann nach Hamburg gekommen. Was machst du da? Ja, also beruflich bin ich Programmierer, also Softwareentwickler und programmiere so diverse Sachen vor mich hin, sage ich mal. Und wenn ich halt nicht programmiere. Das klingt nach einer reizvollen Tätigkeit. Ich ja, ist aber tatsächlich. Diverse Sachen vor mich hin. Sebastian, was hältst du davon, wenn jemand seinen Beruf so beschreibt? Machst du das auch? Ja, man wurschtelt so vor sich her, ne? Ja, ist aber echt das klassische Hobby zum Beruf gemacht bei mir tatsächlich. Also, das in jungen Jahren, was also echt so mit 7 Jahren oder so schon angefangen. Vom Vater infiziert worden sozusagen und ja, nie aufgehört. Okay, aber das heißt, in dem Moment, wo du das Hobby zum Beruf machst, du hast kein Hobby mehr. Doch, auch noch. Ich programmiere auch im Hobby weiter. Nee, ich mach auch noch andere Sachen natürlich. Gehst du auch noch mal vor die Tür oder bleibst du nur im Keller? Oder also wo immer man als Programmierer so sitzt. Ja, also ich glaube, für einen Nerd bin ich schon sehr viel an der frischen Luft, muss man sagen. Das ist ja eher ungewöhnlich. Aber nee, ich bin begeisterter Norwegen-Fan und dann gerne mit Fahrrad. Das ist so mein Ausgleich, den ich, wenn ich irgendwie kann, mache. Wie, dann fährst du mal eben von Hamburg aus nach Norwegen mit dem Fahrrad? Also der Weg dahin ist eher mit Zug und Fähre. Aber von dann weiter mit dem Rad und dann ja die Berge hoch und runter. Quälen. Oh. mit Zelt hinten drauf und ja. Oder machst du jetzt also jetzt gerade nicht? Nee, aber also ich also jetzt vor 2 Jahren, ist schon ein bisschen her wieder, aber. Ja, aber immerhin. Ja. Ein Radreisender. Ja. Lars, ein Radreisender. Hast du gehört? Ja, natürlich habe ich gehört. Ihr seid im Geiste verbunden. Vermutlich, ja. Ist aber echt, ist Quälerei. Also ich bin eigentlich überhaupt nicht sportlich, aber ich quäle mich da trotzdem gleich wie hoch. Und warum machst du das? Ich merke, ich falle in so ein hamburgisches Slang hier. Ich imitiere hier Heidi Kabel. Super. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie Heidi Kabel steht hinter mir. So. Jomin-Jung, ne? Stunk im Treppenhaus, oder wie hieß das damals noch? Nee, Stunk war das nicht. Tratsch. Nee. Tratsch im Treppenhaus. Ja, genau. Jetzt merkt man, dass wir beide keine jungen Leute mehr sind, ne? Prost. Jetzt haben wir uns verraten. Okay. Ja, genau. Nee, ich bin Norwegen-Fan. Fahrrad fahre ich halt gerne und ich mag das auch tatsächlich mal so 1-2 Wochen wirklich komplett alleine für mich zu sein. Und das geht in Norwegen sehr gut. Von den Elchen und, keine Ahnung, Bären und Hirsch mal abgesehen, dass man da echt mal seine Ruhe hat zwischendurch. Aber jetzt gut, dieses Jahr habe ich mehr als genug, aber... Wie war das denn vor 2 Jahren? Also du setzt dich in den Zug, also nein, du fängst erstmal an zu überlegen, wo will ich herfahren, oder machst du die Routen dann spontan, wenn du dann da bist? Nee, das mache ich schon vorher, also gerade das musst du auch, weil es gibt viele Strecken, wo du gar nicht darfst, wegen langen Tunneln und sowas, darfst mit Rad nicht durch. Aus guten Gründen. Ich habe es einmal trotzdem gemacht und nie wieder. Also nicht belüftet, sehr eng und dann überholen dich die LKWs da und du siehst nichts. Also den Fehler macht man genau einmal und dann nie wieder. Ansonsten, wie gesagt, muss man genau vorher planen, wo man lang kann. Also wo und wo nicht. Und natürlich auch die Steigung, ne? Also ist ja auch, irgendwo gibt es da ja auch Grenzen. Ja, vor allen Dingen so Schneefallgrenze oder Baumwipfelgrenze oder so, da ist man ja schnell schon mal drüber und dann so, ups. Nee, das habe ich noch nicht geschafft. Nee, wenn du nicht durch den Tunnel fährst, ich habe eine Erfahrung von Norwegen aus 2 Urlauben und habe so die Erinnerung, man ist da irgendwie so bei warmen sommerlichen Temperaturen in so ein Tunnelende reingefahren
und dann, weiß ich, gefühlt 15 Kilometer durch so einen Tunnel, genau wie du gesagt hast, teilweise sehr eng, teilweise tropft das Wasser von der Decke und so weiter und kommt hinten raus und ist im Winter, so im Schnee. Ja, so ungefähr. Also, ja, also ist ja nicht sehr hoch, ne? Sind es halt um die 1000 Meter und sowas, aber du fängst halt immer bei 0 an. Das ist das Problem. Du fährst hoch auf 1000 und wieder runter auf 0 und dann wieder hoch auf 1000. Ja, das kannst du immer gut sehen. Das Wasser ist ja nah bei. Also zumindest an der Küste da hier. Ja. Wie heißt das denn? Fjorde, genau, so heißen die. Also das Tolle ist, ich habe tatsächlich, Trollstigen ist eine sehr bekannte Straße in Norwegen. Das ist so Serpentin. Da habe ich es wirklich geschafft, ein Auto und zwei Motorräder zu überholen, meinem Fahrrad bergab natürlich. Weil bergab geht man auch mit Fahrrad sehr schnell voran, sage ich mal. Ja. Bisschen viel Gottvertrauen und Wahnsinn braucht man, aber da geht das. Die haben das mal bei der Tour de France gezeigt, bei Bergabfahren. Also die hatten hinterher wirklich überhaupt keinen Gummi auf der Bremse mehr. Das war komplett abgenudelt und dann haben sie gedacht, oh Gott. Die fahren da mit 70 da die engsten Kurven und am Ende haben die gar keine Bremsen mehr. Die sind ja auch alle ein bisschen irre. Also Bremsbeläge habe ich auch mal ein paar durchgebracht und natürlich ein Fahrrad schwer bepackt. Ne? Vorne zwei Taschen, hinten zwei Taschen, dann ist das nicht zu stabil, sage ich mal. Aber bisher ist es gut gegangen. Nimmst du sehr viel mit oder ist das einfach, weil du die ganze Verpflegung dann auch da mitschleppen musst? Ja, eben Verpflegung, Klamotten natürlich auch, Zelt und Schlafsack, alles, was dazu gehört. Ne? Das wiegt dann schon so 20 Kilo oder sowas sind das dann. Oh, das bringt so ein Fahrrad schon ein bisschen zum Schwingen. Ja. Wow. Und wie lange ist dir so eine Tour? 2 Wochen oder 3 Wochen oder noch länger? Also meine erste war wirklich 4 Wochen, das war halt nach dem Studium, da hatte ich richtig viel Zeit. Aber sonst so 2 bis 3, je nachdem, wie viel Zeit ich gerade habe. Und auch wie viel Geld, weil Norwegen ist ja echt scheiße teuer, ne? Ja, das habe ich damals auch gedacht, mein lieber Scholli. Ja, ich habe da auch mal irgendwie ein Lette kennengelernt, der sagte auch, er wollte mal einen billigen Fahrradurlaub machen und ist ausgerechnet in Norwegen gelandet. Oh Gott. Bisschen hat nicht vertan. Geklappt. Nee. Ich weiß noch damals, wir wollten irgendwie Eier kaufen und dann kostet ihn locker mal das Dreifache, jedes einzelne, egal. 10 Eier kosten das Dreifache von dem, was hier 10 Eier kosten. Und jedes einzelne auch. Man glaubt es kaum. Ja, sehr, sehr schön. Ja, super. Norwegen. Ja, ich war sogar mal im deutsch-norwegischen Freundschaftsverband, aber hab's dazu wieder aufgegeben, als ich gemerkt habe, dass ich komme nicht so oft dahin. Und ich glaube, das war auch so eine Jugendeuphorie, die ich damals gespürt habe. Das hat sich nicht in die Erwachsenenwelt übertragen. So. Aber ist schon ein besonderes Land. Also vor allem die Natur. Und ich habe lange gebraucht zu merken, dass mein Name da völlig anders ausgesprochen wird. Ah, wie spricht man dich da aus? Die nenne ich da Ule. Also das O ist ein U. Ach ja. Und ich glaube, mehrmals so, nee, Ole. Da kommt man, wenn man hinterher bemerkt, wie blöd man war, dass man den Norwegern erzählen will, wie ihr norwegisches Wort klicken muss, ist das auch ein bisschen peinlich im Nachhinein. Das stimmt. Ich kann mich noch erinnern, dass ich nicht wusste, als ich gefragt wurde, ob ich aus Tyskland komme, wo das denn sein sollte. nein, Tyskland, nein, völlig falsch, Deutschland. Oh ja. Ja, peinlich sein können wir gut im Urlaub, also ich glaube schon. Das ist nicht schlecht. Hier im Chat wird gerade gefragt, was denn deine erste Programmiersprache war. Oh, das war irgendwie der Rechner hieß Videogenie, das war noch mit so einem eingebauten Datasette, weißt du, mit so einem Bandlaufwerk eingebaut, das war irgendwie Basic und dann irgendwann Pascal und dann ging es halt weiter. Jetzt C#. Okay, das war aber nicht die erste. Die erste war Pascal oder sogar Basic. Ja, Basic, genau. Also nicht kein bekanntes Basic, irgendwie so ein ganz komisches Ding. Da gab es doch nur eins damals. Ja, nee, das war ja noch kein DOS, das war ja noch ein ganz anderes Betriebssystem. Das war ja, also CPM und so eine Geschichte. Also, wahrscheinlich sagt dir das nichts. Wie gesagt, also Basic ist Basic, aber es gibt da verschiedene Arten von, es gibt GW Basic, Turbo Basic und wie sie alle hießen. Das waren ja schon die verrückten Sachen dann. Die ganz Bekloppten machen immer noch Basic, so Visual Basic, so Tobi und so, aber ja, genau. Ja, das Gute. Okay, damit verbringst du also im Prinzip deinen Alltag, also entweder mit Programmieren oder mit Radfahren. Ja, genau. Ja, viele andere Sachen auch. Ich gehe zum Beispiel St. Pauli ins Stadion natürlich, wenn es geht, bei jedem Heimspiel, also ne, in normalen Jahren. Ich habe einen Flipper gebaut
Ja. Ach ja, das war so ein Projekt. Also kein Fisch, ne? Fisch ja sowieso nicht. Virtueller. Das Säugetier, genau. Ja. Aber auf einem Original-Gehäuse. Genau, das Gehäuse habe ich mir selber zusammengezimmert und da ist im Prinzip ein großer Fernseher drin. Also drei. Auch mit richtigen Knöpfen dran und so weiter. Und ja, macht Spaß. Hast du auch so einen Geldeinwurfschlitz da vorne? Habe ich tatsächlich. Ich habe irgendwie aus China so einen originalen Münzding mir quasi bestellt. Der macht zwar nichts, also fällt er einfach nur rein, aber sieht halt original aus, leuchtet auch die zwei, ich glaube Mark sind es noch oder sowas, anzeigen. Ja. Okay. Fehlt noch die Ansage, werfen Sie eine Münze ein. Ja, genau. Okay, also du bist ein Bastler, auch ein Hardware-Freund? Ja, ja genau. Was ist das aktuelle Projekt? Oh, so ist so viele. Meistens irgendwas mit einem Raspberry, diverse Sachen, aber ich bringe sie nie zu Ende. Das ist mein Problem gerade so ein bisschen. Ich wollte so ein Ambilight für den Fernseher schon bauen, so dreiviertel fertig und dann so eine eigene Google Home-Alternative, so Open Source, sowas bastel ich dann gerne rum und bin dann irgendwie bei 80% verlässt sich dann die Motivation. Och. Weil du dann weißt, dass es könntest und dann nee, eigentlich nicht. Dann kommen irgendwelche Sachen, die nicht mehr so viel Spaß machen. Das ist das Problem. Ach so. Ich kann dir da meine Phony-Box rüberschieben. Die ist auch ungefähr in dem Stadium. Seit Monaten. Das hilft ja nicht, wenn wir dann beide die kaputten Sachen gegen hin und her schieben. Na, dann machst du 80% von dem Rest. Genau. Genau. Sind wir aber immer noch, also ich bin Mathe nicht so gut, aber ich glaube, wir sind immer noch nicht bei 100. Ach, Details. Kleinlich. Was ist eine Phony-Box? Phony-Box, das ist eine Open-Source-Alternative zu einer Tony-Box. Das sind diese... Danke. Jetzt ja, lass mich doch kurz den Satz führen. Das ist so eine Musikbox für Kinder, die halt aufgrund von NFC ausgestatteten 3D-Figuren von zum Beispiel Bibi Blocksberg oder Benjamin Blümchen oder sonst was dann halt Hörspielsachen abspielen. Das Original ist halt leider so eine ganz traurige Cloud-Lösung, wo man dann quasi die Hörspiele nur in der Cloud mietet und das Ganze kann man aber Open Source auch nachbauen mit dem Raspberry und dann kann man halt auch so mit NFC-Karten, wenn man das dann irgendwie so nah hält, kann man dann zum Beispiel auch sagen, ich habe hier eine Karte, wenn ich die in die Nähe halte oder halt auch eine Figur oder was auch immer, dann spielt es mir immer die neueste Episode vom Sendegarten-Podcast zum Beispiel. Oder vom Vienna Freitags-Podcast. Genau. Ja. Das kann man dann halt alles frei einstellen und so weiter. Und ja, und das liegt jetzt hier aber auch seit Monaten in 80% fertig rum. Also da, im Grunde, na hier, ne, der Laie in mir. Also da ist irgendwie ein Empfänger drin, der stellt fest, welche Art von Sender, in Anführungszeichen, wird da jetzt draufgelegt. Und das ist wie eine Spielkarte, da ist so ein wie man es in der Kleidung hat, wenn man was kauft, ne? Da ist doch auch so eine Antenne so in so einem Wäschezettel sozusagen drin. Du meinst so ein RFID-Chip. Ja, danke, vielen Dank. Genau. RFID-Chip. Sowas ist da drin und dann lege ich das da drauf und dann spielt er einfach ab. Ja, so genau. Ähnlich wie so. Genau. Was funktioniert jetzt noch nicht, sagen wir mal so? Ich muss es noch komplett zusammenstecken. Also ich habe die Einzelteile sind getestet und so weiter und dann war halt so, ja, einmal alles zusammenstecken und das Ganze halt in ein Gehäuse einbauen und als Gehäuse habe ich da einen geerbten Lautsprecher von meinem Großvater halt und da ist dann halt so ein bisschen knifflig gewesen, das alles dann halt auch so eingebaut zu kriegen, dass halt der Magnet von dem Lautsprecher halt auch nichts stört und so und ja. Ja, auf jeden Fall ein ganz, ganz cooler alter Lautsprecher aus den 50ern, halt so zum geschwungenen hellen Holz und so einem Stoff vorne dran und mit so einem Zugseil unten zum Aus- und Einschalten. Und das haben wir auch noch getauscht, weil da der Schalter kaputt war, der hat einen Wackelkontakt leider. Und dann, wie die Badezimmerheizung. Ja, genau so. Ja. oder halt eben diese alten Wandlampen und so, ne? Genau. Und ja, und jetzt. Es muss eigentlich nur noch fertig zusammengebaut werden und ja, vielleicht mache ich das dann so über Weihnachten mal.
Wie wär's denn mit so einer Tauschbörse für 80% Projekte? Du schickst das Ding dem Ole und er schickt dir dafür sein Google Home Dingenskirchen, was weiß ich, seine Alternative, und dann ist das für jeden neu, herausfordernd. Aber das ist ja es der ist Vorschlag, den Lars gerade gemacht hat, ne? Genau, so eine neue Wichtel-Variante, ne? Wir machen hier so nicht Schrottwichteln, sondern Fertigbauwichtel. Oh ja, das Wichtel. Bausatzel. Dann ist nur die Frage, behält man es danach, das Projekt, oder schickt man wieder zurück? Im Chat schreiben sie schon unvollendet24.de. Das ist auch schön. Also ich vermute, das ist schon belegt. Also ich glaube nicht, dass der Domain da mal noch frei ist. 4, 3, 2. Also entweder ich Sascha oder Lars. Ich tippe auf Sascha oder Lars. Ich bestelle keine Spaßdomains mehr. Oh, also es ist aber auch ein anderes Hobby von mir, mir irgendwelche Domains zu bestellen, zu glauben, ich mache was total Tolles von, 2 Jahre zu bezahlen und dann wieder abzubestellen. Das ist auch eins meiner ungewollten Hobbys, sage ich mal. Okay, sag doch mal ein paar Schlagworte. Ich habe gehabt Jungs.Hamburg, Derns.Hamburg, Gänsemarkt hatte ich, dann hatte ich denn noch Chatrunde mit DE quasi als Domainende. Genau, ich denke mal, ich mache da ein total tolle Website für. Ja, und da kommt es dann irgendwie nie zu. Ich hätte hier noch Wahrheitsministerium.at rumliegen. Oh, was ich wirklich nutze, ist noch millerntor.hamburg. Das habe ich, damit ich eine trainer@millerntor.hamburg E-Mail-Adresse habe. Dann kann ich halt so tun, als wenn ich der Trainer von St. Pauli. Polarkreisraser.net wird ja noch empfohlen. Nicht schlecht. Sehr gut, Chat, sehr gut. Aber man kann doch solche Domainnamen dann für teuer Geld weiterverkaufen, oder ist das nicht ja, so? Ja, theoretisch ja, wenn die gut sind. Aber ja, irgendwie also hat bitte. Mich noch keiner gefragt. Gänsemarkt Hamburg klingt doch also jetzt nicht so. Gänsemarkt wollte mal einer 200 Euro verbieten, aber da hatte ich, das war es mir dann doch zu wenig. Wir waren eine Anwaltskanzlei, ich habe gedacht, die haben bestimmt mehr Geld, aber da kam dann nichts mehr nach. Hast du gepokert und verloren? Ja, genau. So. Haben sie einfach Gänsemarkt Nord gemacht oder was auch immer. Ich weiß nicht, was sie davon gemacht haben, ja. Ja, inzwischen gibt es ja genug Top-Level-Domains. Das stimmt, ja. Früher war das ja auch ganz anders. Ja. Damals. Da gab es ja auch nur Domainnamen mit mindestens 3 Buchstaben. Wo Volkswagen dann irgendwann in die Ketten gegangen ist und gesagt, BMW hat eine eigene BMW.de, wir wollen auch eine VW.de, und das gab's halt nicht. Ne? Ja. Das fanden die doof. Und dann hat man das wohl geändert. Jetzt gibt's auch 2 Buchstaben Domainnamen. Verrückt. Mir fallen aber gar keine anderen ein. Außer VW jetzt. Es gibt ansonsten aber auch mittlerweile die Umlaute und so, ne? Ja, das heißt sogar Unicode geht da teilweise, ne? Also irgendwelche Smileys oder was. Gut, kann kein Mensch eintippen. Ich hatte mal Fußball als Fußballpunkt irgendwas. Also nur das Fußball-Icon. Ist ein Gag, aber ist halt blöd, weil keiner das eintippen kann. Aber ach so, das Fußball-Icon. Ah, ich glaube, das Einzige, was du mit sowas machen kannst, ist halt dann Redirect irgendwo auf irgendwas, ne? Ja. Sascha hat eine Lösung für einen weiteren 2 Buchstaben, eine weitere 2 Buchstaben URL. CT. Ja, und ich sagte ja, IX. Was ist IX? Gehört dazu CC. Zeitung aus dem Heise Verlag, genau wie CT auch. Ah, da merkt man die Fachleute, guck mal. Das IX ist die Profi-Variante der CT quasi. Ach so, CT ist fürs gemeine Volk und genau. Die IX dann für die, die sich auskennen. Zumindest gefühlt wurde es das im Laufe der Zeit. Ja. Okay. Das sind so die Sachen, die kauft man, auch wenn man sie nicht versteht, weil man dann trotzdem damit angeben kann im Regal. Ja, wenn man sie denn noch in, ja doch, man kauft sie in Hardware, ne? Also in Papier. Ja gut, ehrlicherweise habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, aber ich glaube, es ginge. Also ich muss ja sagen, der Heise Verlag, also die Heise Show und die Auslegungssache, das ist der Datenschutz-Podcast von Heise, die machen richtig guten Audiojob da auch. Also da höre ich richtig, richtig gerne zu. Das muss ich sagen. Ja, ich finde auch den Heise schon lange wirklich ein guter Verlag, finde ich. Also
viele andere sind abgestiegen, so Chip und sowas, die waren früher mal gut und wurden dann seltsam, aber Heise ist irgendwie gut geblieben, sage ich mal. Ja. Ja, aber die machen auch nicht so viel, es kommt mir jedenfalls so vor, nicht so viel Aufhebens. Also gerade Martin Holland aus dem Newsroom, der ist auch so ein wunderschöner Moderator, wunderbarer Moderator, nicht weil er auch Martin heißt wie ich, aber er ist manchmal auch komplett auf der falschen Spur. Das ist so sympathisch, das ist großartig. Also ich mag das, dieses leicht Unperfekte, das ist sehr, sehr menschlich da bei denen, das gefällt mir gut. Und trotzdem auf hohem technischen Niveau. Also jetzt nicht so, dass sie da rumstümpern, das will ich damit nicht sagen, ne? Nicht falsch verstehen. Also, und das war das jetzt Werbung? Ich weiß nicht, egal. Kriegst du was dafür? Das ist ja die eigentliche Frage. Du bist leiser geworden. Warum höre ich dich jetzt nicht mehr so gut? Hast du dich verändert? Geht es jetzt wieder besser? Ja, hast du dich jetzt okay. Vorgebeugt? Ja, nee, der Puschel ist gewandert. Also das Mikro hat sich verdreht. Okay, der Puschel hat sich hier drin. Ja, da ist ja gut, dass Tobi wir das kennt raussehen. Das Problem von mir. Also wer Blathering hört, der kennt das Problem. Sie puscheln häufiger. Genau. Kampfpuscheln sozusagen. Wanderpuschel. Ich habe noch einen. Ich habe gerade Bilder im Kopf. Das klingt wie etwas, für das man einen Arzt zu Rate ziehen sollte. Oder Eintritt bezahlen, je nachdem. Ja. Oh, Herr oder Frau Doktor, ich habe schon wieder diesen Wanderpuschel. Ey, ihr könnt doch nicht aufhören, Witze zu erzählen. Jetzt wollte ich gerade ein bisschen lachen hier, still die mich hinein. Das ist also wirklich unerhört. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, ich mute mich mal, bevor ich husten muss hier. Nee, lass es raus. Wir hören doch so, also Husten ist doch ganz selten geworden. Seit es Räuspertasten gibt, ja. Naja, vor allen Dingen seit wir in einer Pandemie leben, wo jeder sich sofort anguckt, als wenn du gerade hier die Persona non grata bist. Quasi also Husten, wir haben ein Problem. Ja. Entschuldigung, der war schlecht. Der war ganz schlimm, ich gebe mich dazu. Nein, das, wenn das so auf dem Tisch liegt, dann musst du ihn doch spielen. Das ist völlig richtig. Ja, genau. Also, wenn du jetzt ihr seht mich jetzt ja nicht, aber Tobi verdreht da immer die Augen. Ihr wahrscheinlich auch gerade, aber sieht ja keiner. Das ist das Schöne am Audio-Podcast. Also das habe ich deutlich gemerkt. Wir haben ja experimentell, als die Claudia uns in die Privacy Week eingeladen hat, haben wir ja einen Videokanal gehabt, parallel, und das war schon anders. Also ich war schon beeindruckt, dass ich schon im Hinterkopf immer hatte, die können dich auch sehen. Also jetzt mach hier keine keine Spökereien, ja, sondern versuch auch ein bisschen seriös da herüberzukommen. Das verkneife ich mir jetzt oder brauche ich jetzt nicht so zu tun, als ob. Also was ich finde, seriös sein sollen? Moment. Steht auch nicht im Vertrag, ich weiß. Gut, jetzt sind wir weit weg. Wie sind wir denn? Achso, Augen verdrehen, genau. Tobi und Augen verdrehen. Jetzt hast du schon den Blathering erwähnt und den Tobias als deinen Mitpodcaster. Dann schwingen wir doch mal eben über vom radfahrenden Programmierer und 80% Bastler Ole zum oder Ule, wie er auch in anderen Ländern genannt wird, zum Podcaster. So, erzähl uns doch mal aus deinem Podcast-Sendegarten. Was steht denn da? Was stehen denn da für Blümchen? Was ich mache oder was wir machen vor allen Dingen, meinst du, ne? Ich liebe es, wenn meine Fragen überhaupt nicht verstanden werden. Ja. Super. Du bist Podcaster. Ja. So, du sprichst in ein Mikrofon. Worden. Genau. Das ist die Geschichte, ach, das, genau. Das ist halt, das nennt man Podcast. Nee, also Tobi hat mich quasi infiziert. Das war vor langer, langer Zeit, als es Google Plus noch gab, wenn ihr euch vielleicht ganz dunkel erinnert. Wo wir bei den alten Leuten waren. Jahrtausend? Ja. Und da hatte Google Plus diese Option, man konnte irgendwie anzeigen lassen, wer wohnt in der Nähe. Und da hat Tobi mich quasi erstmal angechattet. Wir haben gemerkt, wir sind beide Vollnerds. Sonst auch thematisch passen wir zusammen. Und da hat Tobi gesagt, weil Tobi war ja schon länger im Podcast-Bereich unterwegs, lass uns doch mal zusammen Podcast machen. Ja, und das haben wir dann quasi gemacht.
ich weiß gar nicht, vor 4 Jahren, also schon lange, lange her, wie gesagt. Und ja, wir machen es jetzt bis heute. Es war ursprünglich mal im 2-Wochen-Rhythmus. Ist ja ein Laber-Podcast, also wir sabbeln einfach nur. Also ultimativ. Ultimativ. Der ultimative Laber-Podcast, genau. Ist dann irgendwie zu lang geworden. Wir waren dann irgendwie an der Grenze von Euphonic. Das sind 6 Stunden oder so, ja? Ja, genau. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es wöchentlich. Jetzt sind wir aber auch schon wieder bei 4 Stunden meistens so im Schnitt. Aber seid ihr ja auch. Also da sind wir ja nicht so viel anders als ihr. Ja, also, genau. Wir haben so Gott und die Welt, wir haben viel Hamburg, wir haben Nerdkram und quasi was uns so passiert. Meistens geht bei Tobi irgendwas kaputt. Meine Heizung, mein Wasserbett oder sonst was. Das macht er, glaube ich, nur für den Podcast. Aber das ist oft das Thema der Woche, ja, genau. Ja, ich frage mich ja, ich muss gestehen, die neueren Folgen habe ich jetzt nicht so gehört, aber ich habe früher schon öfter mal reingehört. Fand ich das so wahnsinnig faszinierend, dass ihr euch ja bei Beginn des Projektes wirklich überhaupt nicht gekannt habt. Also das war so eine Art Kennenlernen, also im während des Podcastings sozusagen, genau, so vortasten. Richtig. Und dann hat das so gleich so, das hat so wunderbar gepasst. Also ihr habt da wirklich denselben Sinn irgendwie für Humor. Ja, ich denke auch, schon auch, ist ja unsere Lebenswirklichkeit ist ein bisschen unterschiedlich, was dann auch ganz gut ist, ne? Weil sonst könnten wir uns beide immer das Gleiche erzählen. Aber ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Wir gehen uns selten an die Gurgel. Auch wenn der Tobi die Augen im Kopf verdreht. Genau. Okay, aber hast du gerade gesagt, dass wir haben angefangen alle 14 Tage, bis es dann zu lang wurde. Da hätte ich ja gedacht, okay, ihr nehmt größere Zeitabstände und sortiert ein bisschen besser vor. Nein, es ist genau das Gegenteil. Ihr macht es noch kürzer. Das ist ja nun, also wie viel 100 Episoden habt ihr denn dann inzwischen? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. 154 sind wir, glaube ich. Ola. Ja. Das Spannende ist, wir machen jetzt also mittlerweile zum Ende immer vor 70 Folgen. Ja. Da beschreiben wir nochmal kurz, was 70 Folgen vorher war. Das ist tatsächlich teilweise sehr interessant, auch wie sich die Themen wiederholen. Also Trump war irgendwie immer schon dabei. Und auch andere Themen, die vor 70 Folgen die gleichen sind wieder wie heute. Aber eben auch andere Sachen, die sich total geändert haben. Also ich bin schon mal gespannt, was Anfang 2020 kommt, wenn das mit Corona noch nicht war. Was man da so gedacht hatte, was man macht in dem Jahr. Das wird bestimmt auch nochmal interessant wieder. Ja, das wird noch, also die Erinnerung an diese Zeit, also wenn wir irgendwas da rauskommen, das wird noch interessant sein. So. Ja. Und vor allen Dingen, ob das auch so eine einschneidendes Erlebnis ist, so dass sich wirklich Dinge hinterher geändert haben, zum Beispiel Hybridunterricht oder was weiß ich, irgendwie also die Nutzung Homeoffice von... Also und sowas schon. Also da hat sich, glaube ich, so viel jetzt geändert, dass es auch in großen Teilen bleiben wird. Also bei mir auf jeden Fall. Ich habe ja quasi auch meinen Beruf gewechselt auf Corona-Gründen. Ach ja? Wie? Ja. Jetzt programmierst du was? Vorher hast du programmiert, oder? Vorher habe ich programmiert, vorher habe ich bei der Lufthansa programmiert. Und das war nicht so, dass ich gehen musste wegen Corona, aber es war halt Kurzarbeit und dann habe ich mir gedacht, so jetzt ist der richtige Zeitpunkt, mal woanders hinzugehen sozusagen. Kannst das war du Corona großer darüber Teil reden, wo du jetzt bist oder lieber ja nicht? Klar, so, ich bin jetzt bei Lichtblick, das ist ja so ein Ökostromanbieter hier in Hamburg, also deutschlandweit, aber sie sitzt halt in Hamburg. Ich mache im Wesentlichen das gleiche wie vorher, nur jetzt mit ein bisschen besseren ökologischen Gewissen, sage ich mal. Aha, also deine konkrete Arbeit, weil ich meine Lufttransportunternehmen. Ja, aber auch bei der Lufthansa war das im Prinzip Anwendung fürs Büro, für andere Leute, die im Büro arbeiten müssen. Also ich habe jetzt kein Flugzeug programmiert oder sowas, zum Glück. Also dann bin ich, nee, aber wie gesagt, also da gibt es doch so einen Bedarf bei der 737 oder wie heißt sie da? Bei der 737 Max, ja, genau. Ich glaube, genau. Da ist Hopf und Malz verloren, glaube ich. Ja, die hat doch jetzt wieder eine Zulassung bekommen. Die Amerikaner haben schon gesagt, die Fluggesellschaften, man kann kostenlos umbuchen. Das ist okay. Ja auch irgendwie kein Vertrauenszeichen. Ne? Nee, oh je. Oh, da wollten sie Geld sparen und ich glaube, sie haben sich so richtig in die Nesseln gesetzt mit dem Ding. Hätten sie auch eine neue Entwicklung machen können. Ist quasi wie Windows, die 737, ne? Es stürzt immer ab.
Entschuldigung, ich habe das quasi aus dem Chat aufgenommen gerade. Das ist nur so ein Hype von mir. Ja, die Piloten sehen ja auch während des Fluges die ganze Zeit den Bluescreen vor sich. Ne? Genau. Okay, also ich habe mal so eine Fotomontage gesehen, da war auf allen, auf den Sitz, also quasi auf jedem Sitzplatz ist ja vorne ein Display, wo man dann irgendwie so eine Filme gucken kann oder so, und da war dieses, wir haben alles verschlüsselt, Bild, also hier, du musst, wie heißt denn das noch? WannaCry, glaube ich, war das, ne? Das war dann dieses typische rote Logo, und dann musste man irgendwie Gebühr bezahlen, um dann wieder die Daten freizukriegen. Und das in einem Flugzeug, also allein das Bild, die ja, Vorstellung. Das kann tatsächlich nicht passieren, die haben ja kein Internet. Also ich glaube, die da braucht man sich keine Gedanken machen, dass das mal passieren kann. Die sind ja alle sehr gut abgeschottet. Das ist ja alles dreifach und vierfach getestet. Also normalerweise, bei 737 Max weiß ich es jetzt nicht, aber normalerweise ist das alles sehr streng. Also ja. Die haben im Cockpit einen Drucker, weil sie irgendwelche aktuellen Dinge, die man ihnen zuschickt, ausdrucken können. Ja. Da muss es doch nach außen irgendeine Verbindung geben. Ja, aber die haben zum Beispiel auch, also bisher meistens noch, die Piloten haben immer noch einen Aktenkoffer. Die haben ja so kein Tablet oder sowas. Och, das habe ich aber letztens in der ja, es gibt ja, teilweise ja, hab ich was, doch gesehen, aber, genau. Aber das ist relativ frisch, sage ich mal. Und auch das, die dürfen nicht mit ihrem eigenen iPad da rein oder sowas. Ja, als ich das so gesehen habe, habe ich auch gedacht, naja, aber so ein Papierordner, da kann nicht mal der Akku platzen oder so. Der funktioniert einfach immer. Solange Licht da ist, kannst du auch was sehen. Gut, kann man sagen, irgendwann gibt es auch kein Licht mehr. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber ja, also... Ich hab die Erfahrung gemacht, dass meine ersten zwei Handys, die ich so hatte, die sind einfach von jetzt auf gleich ausgegangen. So, ohne Ankündigung, ohne alles, ließen sich einfach nicht mehr starten. Von einer Sekunde zur nächsten. Von einem Tag auf den anderen. Und deswegen ist mein Vertrauen in so diese Technik, dass ich denen jetzt alles anvertrauen würde, ist nicht so richtig groß. Obwohl man die dann nachfolgende Generation hat mich nicht mehr im Stich gelassen. Aber diese Erfahrung zu haben, dass dein Hauptgerät, wo du da quasi ständig mit zu tun hast, einfach so von jetzt auf gleich den Geist aufgibt, ist nicht so angenehm. Nee. Und wenn ich dann ein Flugzeugführer bin und plötzlich ist wirklich Bluescreen so, oh, wir haben also ein Problem. Tatsächlich, was bei mir ein bisschen sehr komisch war, ich bin einer, der kein Mensch fast nie fliegt. Was dann ein bisschen seltsam war, weil man kann natürlich voll günstig fliegen. Was also nochmal, du bist keinen Meter geflogen oder das habe ich akustisch Also nicht auch, verstanden. Also für die Firma bin ich irgendwie ein paar Mal geflogen, aber so privat eher nicht. Ja, wie gesagt, was allerdings schon spannend ist, man darf dann auch mal woanders mitfliegen, so hinten in der Küche oder sowas. Und ja, also das war natürlich schon mal spannend zwischendurch. Aber ansonsten bin ich eigentlich ein Mensch, der auch vorher quasi so gut wie nie geflogen ist. Also ich war da schon so ein bisschen so, weiß nicht, der Kaktus am Nacktbadestrand oder wie heißt das? Also ungewöhnlich, sage ich mal. Die meisten Kollegen waren natürlich auch alle sehr, haben das natürlich sehr viel genutzt. Der Kaktus am Nacktbadestrand? Also ungewöhnlich. Ich glaube, die Metapher war gerade so völlig. Ja, doch eigentlich schon. Also deswegen merke ich gerade, dass die Metapher eher blöd war. Aber. Ich versuche nur gerade, was ist, also warum, wenn man vielleicht nicht so gut rasiert ist, so glatt rasiert ist, wenn ne, der Drei-Tage-Bart, der dann zum Kaktus wird, sozusagen, am Nacktbadestrand. Na gut, wir werden das jetzt hier nicht vertiefen. viel Spaß mit den Bildern im Kopf. Haha. So. Okay, du hast also vorher bei der Lufthansa für Büro-Freunde also gesorgt. Es und das macht SharePoint, jetzt aber das kennen die meisten halt nicht außerhalb der, die damit arbeiten, sage ich mal. Also das klingt nach Windows. Ja, nicht ganz. Ist Microsoft, aber ist halt. Ja, meine ich Office, ja. Office 365 ich meinte und sowas, das. Ja. Ja, du bist also gechippt. Okay. Ja, natürlich. Ich bin auch schon geimpft, also mit Chip. Okay, und jetzt machst du das für Lichtblick. Lichtblick klingt ja eher wie so eine sozial-karitative Einrichtung, aber ist nicht. Also sie sind schon, ich glaube gerade so in den Gründerjahren ist das schon auch so ein bisschen so, wir wollen die Welt verbessern gewesen. Also ich hoffe immer noch, so weit ist jetzt nicht. Wer will das nicht. Aber natürlich wollen die auch Geld verdienen, das ist natürlich ganz klar. Aber es ist halt ein kleiner Ökostromanbieter, ja. Wie? Ja genau, da mache ich gerade so ein Kundenportal. Oder kein Rainer, was denn jetzt?
Reiner was? Reiner Wahn? Habt ihr nur Ökostrom im Angebot oder auch was anderes? Nee, aus das war eine Oder-Frage. Da kannst du doch nicht mit Ja antworten, bitte. Ja, Komma. Sie haben ausschließlich Ökostrom. Auch immer nur gehabt. Also die waren, sind auch quasi als Ökostromanbieter gegründet worden. Ich glaube auch der größte in Deutschland. Also ach, der größte reine. Es noch gar keinen Ökostrom gab, da gab es schon Ökostrom. Ja, genau, da haben die Mäuse in Laufrädern angezapft. Naja, aber Gas wird auch schon irgendwie angeboten, ne? Ja, aber auch Ökogas. Da gibt es tatsächlich auch irgendwie was. Ich weiß nicht, was daran ist, genau Öko ist. Ich habe es mal gelesen, habe es wieder vergessen. Also der Transport ist, glaube ich, der Unterschied bei Ökogas zu anderem Gas. Irgendwas gibt es da, glaube ich. Ja, also klar, aus der Erde kommt, wie es alles gebuddelt, ne? Aber Moment aber mal, jetzt müssen wir uns mal über Öko. Also erstmal, ich will es nicht. Es kommt drauf an, wo man es aus der Erde holt. Dann ist es. Ich weiß nicht. Ich habe da andere Definitionen im Ohr. So. Ich bin ja kein PR-Mensch. Ich weiß sowas nicht. Das merke ich fast gar nicht. Also so leicht, wie man deine Argumente zerlegen kann. Ja, das ist sehr einfach. Hauptsache, dein Code kann man nicht so leicht zerlegen. Genau. Lars, was hast du entdeckt? Erzähl noch was dazu, bitte. Bitte, wie entdeckt? Ja, zu dem Ökogas, aus der Erde kommt. Da habe ich nichts entdeckt. Ich weiß nur, dass die eben sowas anbieten. Ich habe dazu mal Post oder eine E-Mail gekriegt. Oh, hat der Ole dir geschrieben, womöglich. Oder nein, Menschen mit seiner Software. Ich denke, das ist schon eben her. Das ist schon eben her. Und die Sache mit dem Gas hat mich jedenfalls irgendwie nicht überzeugt, das weiß ich noch. Okay. Also die Serienbrieffunktion hat funktioniert, Ole, aber die Argumente. Da bin ich nicht involviert. Solange bin ich noch nicht da. Ach so. Ja dann, okay. Also gut, da bist du jetzt, also quasi in der Pandemie hast du gewechselt, wo viele Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben, hast du gesagt, ach, ich finde schon was. Da bist du also mutig offenbar. Nee, eigentlich nicht. Also natürlich bin ich ein total mutiger Mensch, aber ist ja in der IT auch nicht so schwierig. Also ich habe natürlich auch mir erst einen Job gesucht und dann gekündigt, nicht andersrum. Also, auch klar, ne? Also ja. So mutig war ich dann auch nicht, dass ich gesagt habe, ich gehe und dann gucke ich mich mal um. Sondern war genau andersrum. Okay. Aber gut gelandet. Ja. ja. Ich bin am Boden geblieben. Ich bin einfach total am Boden geblieben. Oh Gott. Gefangen in der eigenen Sprechblase hier. Genau. Hilfe. Ich will hier raus. Okay, aber du machst das dann von zu Hause aus. Du bist also jetzt auch Homeofficer. Genau, also seit anfangs bin ich noch auch zur Firma gefahren, aber mittlerweile ist bei uns auch Homeoffice Pflicht quasi, also außer in Notsituationen, wenn irgendwas besorgen, wenn man vor Ort sein muss. Ansonsten arbeiten wir alle von zu Hause aus, ja. Und das funktioniert besser als erwartet, schlechter als erwartet? Eigentlich sehr gut. Also ich habe zu Hause, weil ich ja auch ein Nerd bin, habe ich ja auch irgendwie so ein 2-Monitor-Setup und sowas. Also ich habe zu Hause fast besseres Equipment als in der Firma, also es geht alles sehr gut, ja. Klar, man sieht die Leute nicht so. Ne? Man kann nicht mal, ich sag mal, gerade dieses Flurfunk gibt es nicht mehr, mal einen Kaffee trinken und dabei schnacken. Das ist natürlich vorbei, aber ansonsten geht eigentlich alles auch noch ganz gut. Ja. Ich merke es bei mir selber. Ich habe 3 Monate reines Homeoffice gemacht und habe mich aber dann angefangen, wieder ins Büro zu fahren, unter allen Bedingungen. Also ich bin da genauso alleine im Raum, wie ich das hier wäre, aber allein die paar wenigen Gelegenheiten, wo ich halt Kollegen sehe oder auf dem Flur dann an ihnen vorbeilaufe oder gemeinsam zu Tisch gehen, obwohl wir alle, wer weiß wie weit, auseinander sitzen und ich mit meinen schwerhörigen Ohren sowieso kaum verstehen kann, was sie da reden, aber ich sehe sie und das hilft mir irgendwie von meiner Psychohygiene ein bisschen. Also mir tut das schon ganz gut, auf die Arbeit zu fahren, wie man so schön sagt. Also so nur Homeoffice, immer denselben Tisch, immer dieselbe Umgebung, war mir irgendwann schwer geworden. Hast du kein Problem mit? Nee, aber wie gesagt, ich habe auch, wie gesagt, also gerade so Wochenende Ausgleich, ich sage ja Radfahren, das mache ich auch in Hamburg gerne. Wochenende fahre ich immer 2 Stunden so in die Dörfer, also dass ich dann auch mal rauskomme, das brauche ich schon. Und Büro wäre mir auch lieber, also ganz klar. Also das wäre deutlich besser, aber es ist nicht so schlimm, dass es furchtbar wäre, sagen wir es mal so. Ja.
Ja, konzentrieren kann man sich ja fast besser zu Hause, wenn keine Kollegen kommen und sagen, willst du nicht auf einen Kaffee? Oder der Jürgen hat Geburtstag, hier sammeln, Karte unterschreiben oder die tausend Sachen, die da so. Solange keine Gärtner so kommen mit den Laubbläsern, ist das alles immer sehr angenehm. Das wäre doch auch nochmal was. Geräuschlose Laubbläser oder Sauger. Nee, ich glaube, da kauft man die. Das ist wie so ein PS-Monster als Auto. Den Nachbarn sollen das hören. Okay. Womöglich gibt es noch Zusatzaggregate, die man da oder so. Ja, genau. Sportauspuff. Ja, ich hab das tatsächlich mal wahrgenommen, dass es so Systeme gibt, wo man den Sound des Autos künstlich lauter macht. Ja, klar. Also der Anbieter hat ein System genommen, was eigentlich zur Lärmreduktion gedacht war, so Infraschall oder heißt das Infraschall? Gegenschall. Also so ein System, was im Prinzip die Schwingungen misst und Gegenschall erzeugt und dann eine Reduktion erzeugt. Und der hat gesagt, ja, das ist ja total toll, die Technik, aber das können wir ja auch für unsere sportlichen Autofahrer einsetzen. Und die benutzen jetzt diese Technik genau andersherum und verstärken das, was der Motor so hergibt. Absolut abgefahren. Aber ich muss gestehen, mein Auto hat sowas auch. Aber irgendwie nach innen. Das ist aber ab Werk, dass du innen im Auto irgendwie kernigeren Sound hörst. Das ist aber nicht optional, das war immer drin. Ist aber ein kleines Auto, deswegen ist es jetzt... Aber ich darf darüber lachen, ja? Ja, gerne. Aber wie gesagt, es ist ungewöhnlich, dass es vor allen Dingen innen lauter ist. Die meisten wollen ja eher die Nachbarn beschallen. Also das ist ja sonst eher so das Ziel, glaube ich, der Tuner. Und also wenn du da drin sitzt, dann macht das Renge-Denge-Denge-Renge-Denge. Ja, ganz so schön nicht. Und wenn man daneben steht? Kleiner Motor und, ja, nee, da klingt es normal. Also es ist aber nicht elektronisch, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich hoffe, die pusten mir nicht die Auspuffgase rein, das glaube ich jetzt. Ja, das wäre dann die Ausbaustufe, habe ich gerade auch gedacht. Also das wäre aber noch... Aber ist Cabrio, das ist nicht ganz so schlimm. Okay. Aber keine schlechte Idee, ne? Ob das für Leute, die irgendwie meinen, oh, ne, ich bin ja die Tage gefragt worden von jemand mit einem SUV, ob mir das Motorendröhnen nicht fehlen würde. Weil ich ja nur eine Weile elektrisch fahre jetzt. Und ich sage, nein, sowas von gar nicht. Aber ich frage mich, ob das für solche Menschen irgendwie eine Lösung wäre. Die sitzen in ihrer Karosse, ne, und drin macht das irgendwie wahnsinniges Ferrari. Gebrummel und wahnsinnig Barcelona und draußen macht es. Die Vorstellung gefällt mir sehr gut. Das klingt nach einer guten Lösung, ja. Ich hätte es auch nicht gebraucht. Ich glaube, weil das so ein echt sehr kleiner Motor ist und einige Leute brauchen das, den Sportsound oder sowas, deswegen haben sie es wahrscheinlich eingebaut. Da ist auch kein besonderes, ist Mazda, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie ein Supersportler oder sowas. Ist faszinierend. Also überhaupt, ich meine, das Konzept Auto und Sport bringe ich ja sowieso nicht wirklich zusammen, aber das ist, glaube ich, da bin ich einfach beschränkt in meinem Kopf. Also und auch SUVs, nur bis September. Porsche Utility Vehicle, das ist mir, also das ist so ein Widerspruch in sich. Ja, das kann man das ja gar nicht. Sowieso, ja. Das kann man ja, das kann man überhaupt nicht. Also da ist ja jeder Lada 4x4, ist ja geländegängiger als diese Kisten. Also wirklich unglaublich. Aber gut, ganz anderes Thema und vielleicht verstehe ich auch einfach nur zu wenig, warum Menschen meinen, sie bräuchten diese Dinger. Ja, das ist Psychologie. Das ist irgendwie, das ist nichts mit Vernunft. Und Marketing. Ja, das auch. Aber nächstes Jahr wollte ich sowieso mein Auto abgeben und dann komplett auf Cargo-Bike umsteigen. Cargo-Bike ist dann was zum Trampeln oder was? Ja, ganz normales Fahrrad. Du hast halt, also schon elektro unterstützt, aber du hast halt ein Fach für die Bierkiste, sag ich mal. Normales Fahrrad habe ich ja schon. Okay. Und dann gar keinen Verbrenner mehr haben, sondern nur noch dieses Teil. Genau, also natürlich kann man sich, wenn dann doch weiter ist, natürlich ein Auto mieten und sowas. Ne? Aber ich habe gemerkt, dass mein Auto fast echt nur rumsteht. Ich fahre eh mit dem Fahrrad das normale Einkaufen, wenn es kein Bier ist. Und zur Arbeit macht sowieso keinen Sinn in der Innenstadt mit dem Auto. Genau, und deswegen habe ich gedacht, jetzt kann das dann auch weg. Es ist geleast und läuft im nächsten Jahr aus und dann wollte ich mir auch kein neues mehr holen. Oh. Gut, wenn man das so, wenn man sich selber beobachtet und das so feststellt, finde ich das total klasse. Also ich glaube, Hamburg ist da auch gut ausgebaut für, ja. Ne? Ja,
Also auch die ganze, es gibt ja dieses Car2Go-System und auch Moja. Also wenn man wirklich mal ein normales Auto braucht, in Anführungsstrichen, dann geht das auch sehr einfach. Ja, U-Bahn ist um die Ecke. Ich habe das mit dem Fahrradfahren in der Stadt immer noch nicht. Also ich habe zwar ein Fahrrad, aber es steht tatsächlich eigentlich die meiste Zeit im Fahrradkeller, weil bei meinem letzten Versuch, Fahrrad zu fahren hier in Wien, also es war dann der dritte Versuch, beim letzten, also beim dritten und letzten bisher, wäre ich dann beinahe von einem Bus auf der Fahrradspur überfahren worden. Und das war dann irgendwie so ein, okay, ich lasse das einfach. Ja. So, ich gehe zu Fuß oder ich nehme die U-Bahn. Ja, aber ich sag mal, auch die Fahrradinfrastruktur ist in Hamburg auch nicht toll. Also die letzten Jahre ist es deutlich besser geworden, aber immer noch auf sehr niedrigem Niveau, sage ich mal. Aber ich hoffe, dass es da besser wird, ja. Also dieses, ich habe immer eine Kamera dabei vorne hinten, damit man wenigstens hinterher weiß, wer es war, so ungefähr. Ne? Also das habe ich schon noch. Also schön ist das, glaube ich. Also ich glaube, Münster soll ja ganz angenehm sein, ne? Aber so eine richtig Stadt, wo man sich richtig wohlfühlt, in Deutschland habe ich auch noch nicht gehabt. Aber da ist Norwegen noch schlimmer. Also echt? Da, okay. Da fährt auch keiner Fahrrad, ist ja keiner so bekloppt, die Berge da hochzusteigen. Nur die Deutschen. Es muss ein Deutscher sein. Ja, genau. Wahrscheinlich, ja. Oh no. Auch nicht die Niederländer? Trifft man da vielleicht Niederländer in Norwegen auf dem Fahrrad? Nee, ich glaube, es ist schon besser. Ich glaube, so große Städte, so Oslo soll mittlerweile sehr gut sein. Aber wie gesagt, also wenn man aus den Städten raus ist, da wo es wirklich hügelig ist, dann macht es eigentlich für den Alltag auch einfach auch keinen Sinn, mit dem Fahrrad zu fahren. Da gibt es auch keine Radwege. Ja, die Distanzen werden ja irgendwann auch so groß. Da kannst du ja, also dann vielleicht elektrisch unterstützt, wer weiß. Ich bin da nicht so auf dem Laufenden, aber sonst. Ja, da kommen die Touren noch dazu, ne, wo du nicht durch darfst, kannst. Also durch. Das kommt auch dazu, ja. Ja, genau. Wenn quasi der einzige Weg zwischen zwei Orten durch den Tunnel ist, oder eben so ein Hochpass, wo du dann, drei Tage brauchst, bis du drüben bist. Also, das geht natürlich nicht, klar. Was ist noch Kopenhagen? Ist Kopenhagen so eine fahrradfreundliche Stadt? Kopenhagen. Ja, ne? Also schon Richtung Norden, aber nicht so weit. Nicht wie Norwegen, genau. Ja, gibt ja tolle Konzepte. Also das ist schon... Ich glaube, es entwickelt sich auch. Also es ist die letzten Jahre so richtig, ich glaube generell überall, ist es mehr ins Bewusstsein gekommen, ne? dass es Sinn macht, auch die Fahrradinfrastruktur anzupassen. Dass eben auch mehr Leute Fahrrad fahren und dass dadurch auch der Autoverkehr weniger wird. Ja, wir haben glaube ich, also als ich noch Kind war, ich bin in einer autofreien Familie aufgewachsen. Also weder Vater noch Mutter hatten Führerschein. Wir waren also immer... autofrei und meine Mutter hat immer gesagt, wenn jeder ein Auto hat, kann keiner mehr fahren. Das war irgendwie einer ihrer Sprüche. Und irgendwie ist ja was Wahres da dran. Ne? Also wenn tatsächlich gerade jeder, in den Städten, ja. Ja, ne? Und, absolut. Und gerade auch der stehende Verkehr, gibt so schöne Stadtteile, auch in Dortmund gibt es so wunderschöne Stadtteile, die sind total mit Blech überzogen und es ist so unangenehm. Wo war denn da letztens... Da war doch irgendein Stadtteil, das war nicht Dortmund, irgendeine Stadt, die hatte, da war der gesamte Autoverkehr raus, aus einem Stadtteil. Und da haben sie sozusagen die Leute den Fahrbahnraum zurückerobert, konnten da flanieren gehen, Radfahren und so weiter. Und das war so ein großartiges Erlebnis gewesen, da kann ich total gut nachvollziehen. Obwohl ich eben Autofahrer bin. Ich bin Pendler, ich benutze die Karre jeden Tag, fahre jeden Tag 100 Kilometer. Von daher, ich benutze das Auto und ich finde es trotzdem schöner, wenn es nicht da wäre. Also das ist ein bisschen widersinnig in meinem Kopf. Ich glaube, die meisten sind, ich glaube, gerade generell auf beiden Seiten diese extremen Positionen gibt es, sind es halt, weil Extreme sind. Also die Autofahrer, die sagen, alle Fahrradfahrer gehören weg und Fahrradfahrer, wir dürfen gar keine Autofahrer mehr haben. Ich glaube, das ist eher selten. Die meisten sind halt mal so unterwegs, ne? Also ich merke, muss ich sagen, wahrscheinlich Corona-bedingt und jetzt nicht mehr so viel, aber im Sommer waren deutlich mehr Radfahrer auch auf so Überlandstraßen unterwegs. Und da wird es dann wirklich ein bisschen knifflig, wenn du normalerweise da so mit 70, 80 vorbeifährst. Aber dann vielleicht, weil es gerade so ungünstig ist, hinter dem Radfahrer bleiben musst, also ich mache das dann, wenn ich nicht genug Platz lassen kann, dann bleibe ich halt hinter dem Radfahrer und dann fahren wir halt 15, von hinten kommen aber Leute mit 90 angebrettert, also das ist dann nicht mehr so richtig lustig, also da merkt man schon, dass die beiden Verkehrssysteme nicht gut zusammenspielen, ja. Auf der Landstraße. Ja, echt.
Witzigerweise riecht sich aber über ein geschwindigkeitsbegrenztes Fahrzeug, zum Beispiel für ältere Menschen, das 25 fährt oder so, irgendwie keiner so auf. Aber beim Fahrrad ist es plötzlich schlimm, ne? Das ist, merkt man als, diesen Unterschied merkt man schon deutlich. Ja, ja. Also bei mir ist es aber auch so, ich bin ja auch 80 Fahrrad, 20% Auto und deswegen, ich bin dann auch, wenn ich nicht überholen darf, überhole ich nicht, weil ich den Abstand nicht einhalten kann. Aber ich merke das auch, dass dann von hinten dann die Leute nicht immer nur gut zufrieden sind, sage ich mal. Ne? Nee, ne? Ja, überhaupt, wenn man sich an die Regeln im Verkehr hält, ist man tatsächlich ein Hindernis. Also ich mache mir da inzwischen einen großen Spaß draus, dass ich wirklich da, wo 50 steht, ne, dass ich dann, also nicht immer, habe letztens auf Twitter gesehen, da habe ich dann die 50 mal eben um 6 km/h überschritten und bin sofort geblitzt worden, weil mir das auch zu doof ist. Aber du bist wirklich ein Hindernis. Also die allermeisten, für den Großteil der Straßenbenutzer sind so Verkehrsschilder, mehr so Empfehlungen. Den kann man mal folgen, muss man aber nicht. Ich muss aber gestehen, da bin ich auch nicht viel besser. Also ich bin so außerorts Tempomat 20 höher. So, weil dann ist es noch nicht, dann ist es noch nicht, also Autobahn, ne? Dann ist halt noch nicht gefährlich für den Führerschein. Ja, okay. Aber mit schlechtem Gewissen, immerhin. Also. Ja, immerhin. Das ehrt. Ja. Du bist raus aus dem Schneider. Sehr gut. Ja, genau. Das ehrt dich. Das ehrt dich. Okay, kommen wir mal wieder zurück zum Podcasting, also zum in Mikrofone sprechen. Du machst also den Blatthering jetzt seit 4 Jahren, hast du gesagt, mit dem Tobias zusammen, Tobias Biege. Ja, genau. Der war ja auch schon bei euch. Einmal, zweimal, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall, der ist ein Bekannter, also der ist ja bekannt im Podcastland, würde ich mal sagen. Ja. Machst du denn noch mehr oder sagen wir mal so, du hast ja über ihn die Idee Podcasting kennengelernt, lieben gelernt vermutlich, sonst würdest du es ja nicht jede Woche machen. Das kann man ja nicht aushalten, wenn man es nicht irgendwie mag. Ja. Interessiert dich noch mehr Podcastland oder ist das dann genau deine kleine Nische und mit der bist du gut? Ja, ich höre relativ wenig und dann tatsächlich mehr so international so zum Beispiel diesen Scrubs Podcast, weil ich mich die beiden sehr interessieren, die beiden Schauspieler. Weil ich auch dieser klassische, ich glaube, da, wo die Leute Podcasts hören, meine Erfahrung, wenn sie zur Firma fahren im Auto, also sehr viele zumindest, und das fällt bei mir alles weg. Also ich habe diese Zeiten einfach nicht, wo ich dann irgendwas mache, aber Zeit hätte, was zu hören. Das habe ich bei mir eher wenig. Deswegen, ich bin tatsächlich, ich rede mehr, als ich höre. Tatsächlich. Das ist okay, das musst du auch erstmal schaffen. Ja, aber wie gesagt, darum reden wir ja auch so lange, damit wir das hinkriegen. Also liebe Hörenden, er hat mir vorher gesagt, er wäre schüchtern und maulfaul. Ich sollte viele Fragen stellen, sonst würde er von sich aus nicht reden. Ja, das ist die Ansage, die dieser Gast uns gegeben hat. Moment, ich möchte richtig zitiert werden. Ich habe gesagt, ich bin ein extrovertierter Programmierer, aber introvertierter Podcaster. Ach so, okay, ja. Wir reden ja nur über C-Sharp die ganze Zeit, klar, merke ich schon. Nee, okay, es ist ja schön, also mit dir kann man ja den Spaß machen, du verstehst ja, glaube ich, kannst du da auch schon mal, solche Momente kennst du, ne? Du machst so einen Witz, weil du denkst, das Gegenüber versteht genau die Stimmung und dann kommt das komplett in den falschen Hals. Auch das kenne ich. Also jedes Mal, wenn ich meinen Job wechsle, bei der ersten Telco meine Witze mache, dann denke ich, okay, alle teilen diesen Humor nicht. Da müssen sie sich halt anpassen. Alle Bildschirme werden schwarz. Ja, genau. Okay. Nee, also gut, ich habe dich falsch zitiert und du hast es richtig gestellt, das ist korrekt. Also gut. Also du redest mehr als du hörst, weil du keine Zeit zum Hören hast. Und wenn du aber Zeit hättest, würdest du dann hören oder interessiert dich das gar nicht, was andere erzählen? Doch, wie gesagt, also ich habe so ein paar. Ich habe Alan Alder, höre ich mir gerne an. Wie heißt er? Alan Alder, das ist von MASH, der Hawkeye Pierce, der Schauspieler. Ja, da bin ich schon wieder MASH, raus. Du bist alt genug, du musst an MASH kennen. Ich bin zu alt, fürchte ich. Da gab es das noch nicht. Ich bin noch älter. Das ist glaube ich, Anfang der 70er gewesen. Also ich habe schon, also bei mir war schon die Wiederholung, die ich gesehen habe. Ja, da durfte ich sowas nicht gucken. Aber wie gesagt, und dann eben Fake Friends Real Doctors, Fake Doctors Real Friends mit den beiden Schauspielern von Scrubs. Das höre ich mir gerne an. Auch klar, auch mal Deutsch, aber nicht so, dass ich jetzt jede Folge von bestimmten Podcasts den Was ein Krach höre ich mir ab und zu ganz gerne an, obwohl das gar nicht meine Musik ist.
Und okay. Ja, auch die Mesh-Podcasts, also auch von den gleichen Leuten sozusagen. Also thematisch sozusagen, thematisch fokussiert und die Hamburger, also die, was die Hamburger so machen. Die ja. Wassenkrach-Leute sind doch, glaube ich, Hamburger, ne, oder? Ja, Hamburg-Kiel. Nordlichter. Ja. Ja, da oben, genau. Okay. Aha. Und sonst nichts? Nö. Ja, ich krieg mehr, als ich höre. Hier ist an sowas wie Podstock oder so, hast du, glaube ich, auch noch aber nicht teilgenommen. Ne? Da war aber ich hallo. Da. Also, ach, da hab haben wir da. Hab ich auch. Ich weiß ja, ich habe mit dir schon mal geredet. Und ein paar Sachen hatte ich auch schon mal, da, wo ich ernsthaft neugierig war, weiß ich, dass wir die besprochen haben. Und ich habe Sendegarten rauf und runter durchsucht. Und ich dachte, mein Gott, der war doch schon mal im Sendegarten. Wir haben doch schon mal geredet. Dann haben wir bei Podstock wahrscheinlich gequatscht. Ja, da hat nur keiner zugehört. Ja. Aha. Da habe ich eben auch den Wassenkrach, also die beiden, ne? Also Björn und Evil Wallace, war ich mal, kennengelernt. Wie heißt der? Evil Dan Wallace. Oh, du kannst das aussprechen. Wow. Das ist ich weiß nie, wie ich ihn nennen soll. Also mit den beiden habe ich an dem Abend, also vielleicht auch nicht ganz nüchtern, aber sehr, sehr viel Spaß gehabt. Seitdem höre ich da halt auch gerne immer zwischendurch wieder rein bei den beiden. Die guten alten Zeiten. Also wir haben ja alle Spaß gehabt. Also ich glaube, das gibt keinen, der da nicht Spaß gehabt hat. Selbst die Hühnchen haben überlebt. Ne? Also selbst die hatten Spaß, wo wir wieder bei den Garten Nugget. Wieder sind. Genau. Genau. Travis hat sich so liebevoll um Nugget gekümmert. Ja. Das stimmt. Es kommt ja hinterher vier Kunststückchen, ne? Hm. Zumindest Maiskörner aus der Hand fressen oder irgendwas. Irgendwas hat er gemacht. Und Nugget ist ja auch nur der Künstlername von dem Tier. Das heißt ja eigentlich anders. Heißt ja nicht, nee, Rosenkohl kann es nicht heißen. Nein, oh, Schneewittchen oder sowas. Schneewittchen, ich weiß nicht, ja. Ja, Schneewittchen. Ja, Nugget. Also im Personalausweis steht Schneewittchen. Ich lese gerade Rapunzel. Im Chat. Der Chat ist sich nicht einig. Rapunzel ist aber nah dran. Irgendwas davon. Ja, irgendwas mit Rapante, Grimm. Rapante. Okay, aber das Podcast-Land interessiert dich insofern schon, dass du sagst, ich habe hier eine Idee. Und so ähnlich wie Philipp das vorhin in dem, was ich vorgelesen habe, was er uns geschrieben hat, ich habe einen Impuls für das Podcast-Land. Und, ja, tatsächlich. Dafür haben wir dich eingeladen. Du sollst uns jetzt impulsieren. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen ist. Das war mir so halb als Gag, aber tatsächlich. Das ist die schlimmsten Ideen, genau. Ja. Und zwar habe ich mir gedacht, es wäre toll, wenn es einen Podcast gäbe, der mit vollem Mund heißt. So, natürlich allein der Name macht es natürlich nicht aus, sondern der Gedanke, dass sich zwei Podcaster oder zwei Podcasts, Podcastende, sich treffen quasi, normalerweise nicht zusammen schnacken, zum Essen, gemeinsam da essen und dabei reden und das dann quasi aufzeichnen. Das ist so der Gedanke und ich will es hören tatsächlich. Also da ist weniger, ich möchte das machen, sondern ich möchte tatsächlich, ich hätte echt Bock drauf, dass ich dann Leute, die nicht zusammenkommen normalerweise aus dem Podcast-Land, miteinander reden, spannende Sachen austauschen und dass man das dann hören kann. Und warum sollen die dabei essen? Weil ich finde, dass man beim Essen ganz gut, also gerade wenn man sich eben noch nicht kennt, ich finde, dass man beim Essen ganz gut ins Gespräch kommt, miteinander Sachen austauscht. Wenn man sich einfach nur so gegenüber sitzt, dann ist es vielleicht bei Podcastern nicht so, aber normalerweise dann auch eher so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich glaube, beim Essen wäre das ganz schnell die Hürde genommen. Also wenn du das Ganze mit einem maßlosen Kekseverzehr ertragen kannst, gibt es einige Sonderfolgen vom Nebensprechen, die beim Podstock entstanden sind. Ja, mir geht schon darum, das ist auch Leute, die sich normalerweise nicht treffen, ne? Also tatsächlich zwei Podcasts, die dann zusammenkommen. Vielleicht auch zusammen kochen, aber das soll gar nicht ums Kochen selber gehen. Also das Essen ist gar nicht so wichtig. Also kann auch, wir bestellen uns eine Tiefkühlpizza oder keine Ahnung was. Wir fangen Nugget ein. Vielleicht habe ich es ja noch nicht kapiert, aber beim Podstock war es eben so, dass PodcasterInnen und Podcaster zusammenkamen, sich an einen Tisch gesetzt haben und Kekse gefuttert haben und das wurde aufgezeichnet. Und es gab auch bereits eine Wurstverköstigung, die ist beim Brombeerverhalter erschienen, glaube ich.
Also ein paar Sachen gab es schon alle, ich glaube, fast durchweg im Podstock-Umfeld. Käse doch auch, ne? Der Käse-Podcast. Käsekeller. Ja. Da wird auch gegessen. Genau. Ja, also ja, cool, das Essen allein ist es tatsächlich nicht. Und wie gesagt, also ich hätte tatsächlich echt Bock, das zu hören, mehr als es zu machen. Also sowieso fände ich die Idee, dass es da eigentlich gar kein Kernteam gäbe, ne? Sondern dass Podcast A trifft sich mit Podcast B, nächstes Mal Podcast B mit Podcast C und so weiter. Dass das quasi so weiter wandert. Jetzt sind wir schon beim Wanderwaffeleisen. Das ist aber wieder was da irgendwie mit reinpasst. Aber das wäre so. Ja, genau. Das fände ich tatsächlich, also als Hörer fände ich das total spannend. Okay. Also du würdest jetzt einfach, sagen wir mal, 100 Namen in eine große Lostrommel werfen und dann würdest du zwei rausziehen? Nee, und gar nicht so. Ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mit, na, Was ein Krach zum Beispiel. So, und dann machen wir was zusammen und dann sucht sich Was ein Krach den nächsten aus. Ach so. Der Lust hat, dann eine Woche später oder zwei oder was auch immer. Es ist ja, glaub, bei dem Format wäre es schwierig, das irgendwie genau zu takten. Ne? Aber da, das wäre so der Gedanke dahinter. Und dann, also jetzt Corona so hin und her, nach Möglichkeit sollten die sich direkt treffen, genau, vor Ort. Ja, ja. Deswegen, also ich glaube schon, dass das auch funktionieren kann, gerade weil man eben mit jeder macht das ja quasi nur zweimal. Ne? Dann kann man sich vielleicht dann, wenn man wirklich Lust drauf hat, sagen, okay, an dem Tag treffen wir uns da. Vielleicht sollte sich nicht gerade die Münchner mit den Hamburgern als erstes treffen. Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, genau, aber, das hatte ich im Kopf, genau, sowas. Ja, ne? Aber vielleicht kann man ja so kilometerweise weiter wandern. Ich glaube, die Deutschlandkarte ist voll mit Podcasts, das kriegt man schon irgendwie hin. Also so eine Brotkrummspur einmal quer durchs Land. Genau. Das wäre ja nicht schlecht. Ja. Und auch finde ich tatsächlich auch so, dass es möglich, wie gesagt, auch nicht irgendwie so ein Bottleneck gibt, dass irgendjemand da die Website managen muss, sondern dass es möglichst viele sind, dass es eben autark laufen kann. Ne? Natürlich braucht ein Feed für so einen zentralen, aber dass also diejenigen, die gerade zusammen gegessen haben, das selber quasi hochladen können und dann ist das Ding quasi live. Das ist so der Gedanke. Und da spielt Corona gerade ein bisschen rein. Das klingt komisch, aber dass man da auch ein bisschen Zeit hat, das Ganze sich genauer zu überlegen und vorzubereiten und so weiter. Ja, du hoffst also, dass es ein Selbstläufer wird. Ich bin genau. Da ja nicht ganz so optimistisch. Also ohne, dass es jemanden gibt, der das immer wieder antreibt. Also ich denke da an die Claudia, nicht an unsere Claudia, sondern die Claudia vom hier, wie heißt sie denn jetzt? Vom bitte? Vom Ralf? Die Claudia vom Ralf, genau. Okay, die Claudia vom Ralf, die hat damals immer gesagt, man muss die Leute vor Schienbein treten, sonst tun sie es nicht. Das glaube ich eben in dem Fall gerade nicht, weil weil das ja eben zwei gemacht haben und dann der als zweites da war, der sagt dann, da muss ich ja nur einen suchen, den direkt anschreiben, mit dem habe ich gerade Bock irgendwie zu schnacken. Okay. Und, ne, weil man, einer hat ja schon gegessen mit jemand zusammen oder sich getroffen mit jemand zusammen und der ist ja nächstes Mal dran, den einzuladen. Und der muss ja nur, der hat ja dann seine Kontakte irgendwie wieder und muss ja nur einen wiederfinden, der da auch Lust zu hat. Ah, ja, vielleicht funktioniert das, wer weiß. Ja, also du hast eine Webseite geschrieben. Ja. Du hast eine Webseite geschrieben oder ich habe die Idee bisher erstmal nur freigestellt und so auch, dass jeder daran rumspielen darf, dass auch jeder sich beteiligen kann. Und da hast du folgende Spielregeln definiert. Es darf gekocht werden, muss aber nicht. Mhm. Der neue Podcast trifft sich beim nächsten Mal mit einem Podcast seiner Wahl. Also das ist dann quasi der beim ersten Mal Gast war oder Gerufener ruft dann beim zweiten Mal, ist er der Rufer oder die Ruferin. Es wird vorher abgestimmt, was auf den Tisch kommt, vor allem was Allergien, Unverträglichkeiten, Veganismus etc. angeht. Es soll kein Kochwettbewerb sein, das schließt auch die Kosten mit ein. Soll bitte niemand auf die Idee kommen, beim Luxus-Caterer einen Kleinwagen auszugeben. Es gibt keinen festen Zeitplan, es kann also sein, dass eine Woche später die nächste Folge aufgezeichnet wird, vielleicht aber auch erst 3 Wochen später. Und dass natürlich nur Podcasts mitmachen sollen, die sich gegenseitig mit Anstand und Respekt behandeln. Das ist klar, oder? Schön, sehr schön. Gerade das Letzte. Ja. Sebastian, was hältst du von der Idee?
Sorry, ich hatte gerade einen Husten. Sprachlos. Ja. Ich dachte, du hättest was gegessen. ja, spannend. Also ich meine, jede Idee ist doch, ja, wie Lars schon sagte, also beim Podstock-Vaters, da habe ich auch ab und zu mal reingehört, dass, wenn man sich so trifft und dann, das fand ich immer ganz, ganz nette Runden, ne? Du glaubst, dass das funktioniert, so ein Selbstläufer? Ja, warum nicht? Also ich meine, für jedes gibt es die passende Zielgruppe, ne? Also das jetzt für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Bitte. Entschuldigung. Aber ich komme auch aus dem Kochen gerade nicht raus. wie vorhin aus dem Flugzeug nicht. Ja. Ja, wer weiß. Also ich glaube, man muss schon eine Menge Arbeit erstmal reinstecken, dass es losgeht. Aber ich glaube, wenn die wirklich so zweimal gelaufen ist und das, und ich glaube, dass es einfach sehr spannend ist, wenn das Leute sind, die, weil man da mal andere Themen hat, ne? Also gerade zum Beispiel beim Blathering, wir schnacken ja irgendwie mal das Gleiche. Du das nicht, aber ich finde das, glaube ich, schon spannend, dass man das so. Eigentlich jede Ausgabe was komplett Neues hat, so als Thema. Du möchtest einfach mal jemand anderen kennenlernen. Das kann man. Genau, ich möchte, dass Tobi mich mal aus dem Keller rauslässt, genau. Nee, ich finde das total spannend. Und ich hätte natürlich auch und hoffe so ein bisschen natürlich, dass das Evil Dan auch kocht. Das ist der eigentliche Grund. Ich will was zu essen haben. Ja, und alle wollen mit Evil wenn Dan Wellis. Ja, Evil genau. Mit dem. Ja. Das kann natürlich passieren. Entschuldigung, ich habe mir gerade den Tee bis hinten in den Rachen geschoben, da wo normalerweise der Abstrich gemacht wird. Warum machst du sowas? Ich weiß nicht, ich war zu schnell. Ich habe die Tasse genommen und es ging sofort, bevor ich noch den bevor ich den Mundraum bereitet hatte, ging das schon durch. Erstaunlich, dass ich um diese Uhrzeit noch solche schnellen Bewegungen machen kann. Jetzt müsst ihr ein bisschen mit Luftnot kämpfen. Also nein, ihr müsst mit mir kämpfen. Ihr müsst das jetzt ertragen. Okay. Also, du möchtest mal jemand anderen kennenlernen und mit jemand anderen reden und das am besten beim Essen. Jetzt verstehe ich so langsam die Motivation. Genau. So Riesenaufwand nur für dieses eine Ding, ja genau. Nee, aber mal Spaß beiseite. Du hast gesagt, du würdest das gerne hören. Was glaubst du denn, was da entstehen kann? Also was ist deine Hörerwartung? Also meine Hörerwartung ist tatsächlich eben gerade, dass man Sachen hört, die man sonst nicht so hört. Weil will ich so Sachen aufeinander treffen oder Sachen, Blödsinn, Menschen aufeinander treffen, die sonst vielleicht, also zumindest im Podcast nicht aufeinander treffen. Vielleicht, ja, dann beispielsweise, dann erzählt Dan was vom Lasern und hat dann jemanden vom Käsekeller dabei, sage ich mal. Das stelle ich mir sehr spannend vor. Dass auch Sachen, die man vielleicht noch nicht so gehört hat, weil dann auch andere Fragen gestellt werden, ne? Weil man sonst im Podcast ja meistens mit Leuten zusammen ist, die in der Thematik so ein bisschen auch drin sind. Und wer das dann vielleicht Leute sind, die das von der Thematik gar nichts kennen und sich dann auch gegenseitig Fragen stellen, die man sonst vielleicht nicht so gehört hat. Aha. Ja. Und vielleicht auch Chemie zusammenkommen, die man nicht erwartet hat. Vielleicht bilden sich dann plötzlich ganz neue Podcasts auch raus und merken, die beiden funktionieren super zusammen. Was kann ja auch noch sein. Der Vorspeisen-Podcast, genau. Ich komme aus dem Essen nicht raus hier. Sorry. Claudia, was sagst du denn dazu? Bei der Idee mit dem, vielleicht bilden sich da ja noch ganz neue Podcasts raus. Ja, das hatten wir beim Podstock dieses Jahr schon mit dem, hey, das macht total Spaß zusammen. Wir sollten eigentlich gemeinsam öfter podcasten, mit der Erkenntnis, dass keiner von uns mehr Zeit hat, um irgendwas davon noch zu schneiden oder so. Das ist so, verdammt. Ja, es gibt ja auch Podcasts, da muss man nicht schneiden, ne? Ja, aber eine Postproduktion brauchst du ja schon. Du brauchst ja schon irgendwo den Kanal, wo das dann am Ende zusammenläuft. Wer würde das denn machen? Würdest du das machen? Aber jetzt das ja, aber dann tatsächlich auch so mindestens 5 Leute, die das quasi irgendwie Berechtigung haben und dann auf den Knopf drücken können, sage ich mal. Ob es über Phonic ist, sonst wie. Ja, was dann auch so ein bisschen in die Bastelecke oder wir bereiten da mal was vor, sozusagen, mit reingeht. Du bist schon ein Optimist, ne? Team heißt toll, ein anderer macht's. Die Erfahrung kennen wir alle.
Ja, aber man kann da ja relativ, wenn man das so macht, dass man wirklich keine große Arbeit mehr hat, sondern quasi eine Seite hat, wo man direkt nur die Datei hochladen muss und der Rest geht fast automatisch, dann braucht man ja keinen groß zu motivieren, da mal mitzumachen, einmal auf den Knopf zu drücken sozusagen. Ich bin ja Softwareentwickler. Ich bin ja dann mehr, ich versuche das ja irgendwie über Algorithmen zu lösen, das Ganze. Ja, warum nicht? Also wenn es nur um einen Knopf geht, also irgendwo was hochladen oder so, dann ja, warum nicht? Macht das schon klappen. Meine Erfahrung ist ja, du brauchst tatsächlich so einen Treiber oder eine Treiberin. Also ich habe neulich habe ich mit jemandem über Projektmanagement und so weiter gesprochen und die Person sagte dann, du brauchst immer einen Projekttreiber. Du brauchst wirklich den Antreiber, sonst läuft das nicht. Du musst wirklich eine Person haben, die, wie die Claudia Krell, danke Chat, es wurde ergänzt, damit sie nicht nur Ralfs Claudia ist, sondern eben auch eine selbstständige Frau. Entschuldigung. Nein, ist doch gut. Gut, dass du das gesagt hast. Du bist ja unverdächtig. Du brauchst also immer jemanden, der anderen vors Schienbein tritt, damit Dinge passieren. Von sich aus sind alle gutmütig, genau wie Claudia gerade gesagt hat, aber du stellst dann im Detail fest, heute nicht, nächste Woche vielleicht. Und nächste Woche ist dann auch, lieber nicht. Und diese intrinsische Motivation. Das ist eben die Frage, dass wenn man die Hürde, wenn man einfach quasi nichts mehr machen muss, dann ist das natürlich einfacher, Leute zu motivieren. Und wenn man sehr wenig machen muss. Mhm. Das hätte ich mal für meine eigenen Podcasts total gern, aber das sage ich schon seit Monaten oder so. Dass es total super wäre, irgendwie so eine One-Click-Lösung halt wie Anchor, nur halt in Daten sparsam und vernünftig, wo du halt einfach reinredest, draufdrückst, das Ding läuft automatisch überall durch, es macht Pling und es ist einfach dann irgendwie verfügbar. Aber halt diese ganze Post-Production und Shownotes machen und Links zusammenstellen und keine Ahnung, und ich rede jetzt noch gar nicht von Transkript, da ist halt einfach immer noch so ein Rattenschwanz hinter. Und ich habe dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viele Sachen aufgenommen tatsächlich. Und ich habe, weiß ich nicht, wie viele Stunden Audiomaterial einfach rumliegen, weil ich irgendwie das mit dem, ich schneide ja nicht mal viel, sondern es ist halt wirklich einmal vorne Intro dran, hinten Outro dran und dann halt die Shownotes machen. Und ich komme da irgendwie schon nicht wirklich zu. Also es ist echt traurig. Ja, das finde ich nämlich auch, das macht ihm auch am wenigsten Spaß. Also deswegen zum Beispiel so Sachen wie Euphonic helfen ja schon eine ganze Menge, ne? Also gerade dieses Intro-Outro, dass man das automatisiert machen kann. Ich weiß gar nicht, ob die auch eine API vielleicht haben. Dann könnte man wirklich irgendwo einen Button reinknallen und dann lädt man es hoch und dann geht es automatisch durch Euphonic durch und schmeißt da hinten dann auf ein CDN drauf und fertig. Also du fragst, ob Euphonic eine API hat? Ja. Haben sie, ja. Podlove nutzt die ja. Ach ja, logisch. Ja, siehst du, dann kann man das ja mal eben aber halt machen. Zumindest ordentlich abschneiden und halt die Shownotes machen musst du halt trotzdem noch. Ja. Wobei das auch sage, ob man zum Beispiel, gerade weil das dann eben so eine möglichst kleine Hürde sein soll, ob man sagt, okay, in dem Fall brauchen wir keine Kapitelmarken oder sowas, ne? Dass man sich das dann überlegen kann, ob man sowas dann braucht. Dass man auch wieder ein Textfeld, Text eingeben, was ist passiert, sagen, wer hat mit wem geschnackt, das wäre dann auch gleich der Titel. Also, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss und dann einmal auf den großen Knopf drücken und das ist natürlich alles sehr optimal, wäre es so, Gedanke. Ne? Das ist natürlich noch nicht so ganz weit ausgereift, das kommt dann noch. Wobei halt ganz häufig das Feedback ist, hurra, du hast Kapitelmarken, ne? ja, natürlich. Also, wir machen die ja auch. Ja klar, halt, und ich nutze die ja auch bei anderen Podcasts. Also ich kann das total nachvollziehen, dass man die haben möchte. Und das ist so, ja, verstehe ich. Aber es sind halt dann einfach nochmal die gleiche Zeit, die du halt brauchst, eben zum Fertigmachen. Ja, aber deswegen denke ich, das ist einfach optional. Wer dann sagt, okay, ich habe da keine Lust, du lässt halt weg. Das ist natürlich nicht konsistent. Dann ist eine Folge mal drin, andere mal nicht. Aber das wäre dann natürlich so ein bisschen der Zahn, der dann zu diesem Format dann irgendwie gehört. Ja. Chat hat das gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Jede Episode wird dann zu 80% fertig. Und dann schließt sich der Kreis. Das könnte passieren, sehr schön. Reicht doch vielleicht auch. Also, wobei es gibt natürlich noch ganz andere Probleme tatsächlich, die ich auch noch sehe, noch zusätzlich, um das noch mehr zu bewerben. Auch irgendwie, man will ja nicht mit so einem Headset und einem Behringer da am Essenstisch sitzen. Da muss man sich dann auch noch überlegen, wie man das löst. Ne? Ja, da hast du ja eine Spende vor.
Ja, genau, aber das ist natürlich dann auch, dann braucht es dann vielleicht nicht nur das Mikro, sondern auch, keine Ahnung, so ein Raspberry oder sowas, dass man es dann auch einfach aufzeichnen kann und solche Geschichten. Also da mache ich ja die einfache Variante. Ich schmeiß für sowas dann immer das H4 einfach auf das kurze Ende auf den Tisch. Hat ja auch nicht jeder. Deswegen habe ich auch immer noch das H4 und nicht das H6, weil das kann man aufs kurze Ende stellen und dann ist es halt so in der Mitte auf dem Tisch und man kann sich drüber unterhalten. Ja, das ist natürlich auch so was. Das hat, kurze, ne? Ende ist hinten. Ja, genau, also du kannst unten. Es halt wirklich unten, ah. Unten auf die kurze Kante quasi stellen, mhm. weil es da halt platt ist, wenn du halt keine zwei XLR-Eingänge verwendest, sondern kannst es halt unten einfach da drauf stellen. Deswegen mag ich das H4 so gern. Und dann hast du vorwiegend Geschirrklappern und Besteckgeräusche. Das Ambiente, das gehört dazu. Genau. Okay. Ja, man muss es mögen. Also, ja, ich habe gerade ganz furchtbare Vorstellungen in meinem Kopf. Es gab mal so ein, ich glaube, ein Theken. Also jemand hat, hier, das war doch Christian von der Hörsuppe, der wollte so einen Theken-Podcast machen. In seiner Stammkneipe einfach das Mikrofon auf den Tresen stellen und dann da so die Gespräche aufzeichnen. Und das war auch von Nebengeräuschen dominiert. Also das ist, ich kann mich dunkel erinnern, dass das keine wirkliche Hörfreude war. Aber gut, wenn du, sagen wir mal, zwei Leute setzen sich an einen privaten Tisch in einer privaten Umgebung, dann ist ja vielleicht auch die Umgebungssituation ruhiger. Die müssen ja, oder sollen die, dürfen die auch ins Lokal gehen? Och, also dürfen darf man sowieso alles. Also ich will ja eigentlich so möglichst wenig Vorgaben machen, wie es überhaupt nur geht. Das ist ja so ein bisschen, das Konzept ist kein Konzept zu haben. Okay. Außer, ja, so eine Art, wie bei dieser war das hier, noch, ich zeige euch die Tür, durchgehen müsst ihr selber. Ja. So eine Art. Das Merkmal des Wegweisers ist, dass er den Weg selber nicht geht. Ja, genau. Genau. Nee, aber bei dieser Cold Water Challenge damals, da war das doch auch so, ne? Der eine hat gesagt, der andere müsste jetzt und dann hat der dann wieder jemand benannt und dann hat der wieder jemand benannt und so. Also so eine Staffette so weiterreichen, ja. Einfach. Ja. Also ich würde jetzt mit Sebastian essen gehen, dann würde Sebastian mit Lars essen gehen, dann geht Lars mit Claudia essen und dann geht Claudia mit Sebastian essen. Nee, Claudia mit mir essen. So rum. Nee, doch, nein. Ihr könnt auch generell, dürft euch auch so zum Essen treffen. Ihr müsst deswegen nicht extra einen Podcast aufnehmen. Na, ich wollte ja nur an einem kleinen, überschaubaren Personenkreis illustrieren. Ja. Aber nee, du hast gesehen, korrekt. Es ist schnell ins, im Sande verlaufen, ins Ende gekommen. Naja. Okay. Aber ich habe gerade schon so rausgespürt, wenn Claudia noch ein bisschen nachfragt, dann bekommt sie das Tool von dir programmiert, was sie sich schon seit Jahren wünscht. Also erst glaube ich nicht, dass ich das so schnell programmiere, aber an sich mache ich sowieso alles, wenn es irgendwie geht, Open Source. Also wenn das wieder erwarten mehr als 80% wird, dann kannst du das auch gerne nutzen. Reicht doch erstmal. 80%. Dann lass halt die Shownotes weg. Die können erstmal weg. 20%, genau. Genau, 20% sind Shownotes, die kommen weg. Ja, schöne Idee eigentlich. Wann soll das denn starten? Also ich glaube, ich habe reingeschrieben, ich wollte erstmal gucken, ob Interesse besteht. Also ich bin ganz am Anfang, dass die Gedanken mal aufzuschmeißen, dass mir die nachts nicht mehr durch den Kopf schwirren, weißt du, da muss man es halt aufschreiben, dann muss es raus in die Welt, dann ist man den eigenen Kopf erstmal frei, hat man frei. Also wenn dann sowieso nach Corona, ne? Also das ist ja sowieso. Mal gucken, wie lange das ist. Wobei du die Sache natürlich deutlich abkürzen würdest, wenn du sagst, wir machen das Ganze im Zweifelsfall auch remote. Beide kochen bei sich und essen dann und sind dann über StudioLink verbunden und nehmen einfach auf. Jeder. Dann das ging unter Umständen auch, klar. Ich finde das Angriff schon spannender, aber tatsächlich glaube ich auch, dass natürlich da die Hürde geringer ist, ne? Das ist dann, was man es leichter mal in Angriff nehmen kann. Genau, und ich meine, wir haben es ja, also das ist ja das Tolle an StudioLink, dass wir es ja dann auch nutzen können, wo es schon da ist. Und ja. Dass die Welt ja auch einfach viel, viel größer macht für jeden und jede Einzelne. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, guck mal, vielleicht ist es auch so populär, dass es nachher ein Spin-off gibt.
So mit vollen Mund Remote oder wie auch immer man das nennt. Also das ist ja, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass es auch 4, 5 parallel machen. Sowas. Um mal ganz, ganz wild zu spekulieren. Geht natürlich auch alles. Mampf ins Mikro, ja. Aber gut, du hast gesagt, du willst erstmal so ein bisschen die Rückmeldung testen. Was könnten denn Menschen jetzt tun, die sagen, oh, interessante Idee, ich wäre dabei. Sollen die einfach bei dir, sollen die dir schreiben oder gibt es irgendwie im Sendegate eine Seite oder hast du ein... Also erstmal habe ich das Dokument, was ich hier hingeschrieben habe, ist editierbar. Also da kann jeder, der das Dokument aufruft, kann da auch selbst seine Gedanken reinhauen. Und das anpassen, sagen, das müsste noch sein, das darf auf keinen Fall sein. Genau. Okay, das war, wie hieß das noch? Wobei, nee, das kann man nicht vorlesen, ne? cloud.oles.cloud/index.php. Achso, ja, die URL ist, glaube ich, so ein generierte, ne? Das ja. Ist, ja. EK3SX3JE6. Aber es ist ja im Chat auch verlinkt. Ah, okay. Also, ihr müsst in die Show Notes gucken, sonst würdet ihr das nicht finden. Oder bei Ole auf dem Twitter-Kanal. Stammtisch-Filo. Das macht auch Sinn, dass ich es in Sendegate reinschmeiße, also ins Forum. Also darum geht es ja, es soll ja möglichst weit gefächert sein. Ich will ja nicht, dass die Leute alle auf meinen Cloud gehen. Das ist ja nicht Ziel der Übung. Naja, aber du, also zumindest für die Idee und den Startschuss solltest du schon dich irgendwie dann als der Vater der Idee irgendwie ja, fühlen, das ja. Ne? Also das schon. Also es geht nur darum, dass man möglichst einfach halt teilhaben kann, ne? dass es da keine Hürden gibt. Aha. Und, zumindest will nicht niemand schuld gewesen sein, ist ja auch schön. Hier wird gerade auf einen URL-Shortener hingewiesen von dem Menschen, der die längste URL der Welt hat. Meine URL ist länger als deine.de. Da gibt es mittlerweile längere übrigens. Der Mike Lucas hat jetzt für sein aktuelles Buchprojekt über TLS, glaube ich, eine deutlich längere URL registriert und testet da jetzt gerade lustige Dinge für sein Buchprojekt mit durch. Ich habe übrigens einen eigenen URL-Shortener noch. Den hätte ich immer nutzt. Oh, sehr praktisch. Der Name ist hurz.me, also hurz wie der Habicht. Sehr schön. Hätte ich ja mal nutzen können. Jetzt, wo also du es sagst. Ja. Ja, hättest du mal nutzen können. Hurz 1, ja. Komm, oder so. Aber der hier angebotene Shortener hat auch einen sehr schönen Namen. Der heißt fckaf.de. Ja, den kenne ich auch. Man könnte es lesen wie fuckaf.de. Mhm. Zeigt dir, glaube ich, auch an, bevor er umleitet. Einmal als so großes Logo. Ausgründen. Ja, genau. Mir wurde kürzlich anempfohlen, ein URL-Longener einzusetzen. Yeah. Das ist dann für vw.de. Longus. Dafür gibt es dann demnächst auch Spam. Natural URL Enlargement ist das dann. Herrlich. Ach, er hat schon die URL geshortened, ist ja sehr schön. Mit meinem Shortener. Wie ist jetzt die Adresse? hurz.me/o. Nee, 0 O, 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 großes O, kleines O. Ich hab's hier, ich kann das auch schwer zimpfen. Also es hat, ja, ich glaube, es ist O, O. Das eine ist für Ole und das andere für 0, oder? Nee, klein, O, O, also Ole, O. Ja, genau. Ole, 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 schön. Trolle, ja, also, das Essen mit mehr als, wie heißt das, mit mehr als 20 Gramm im Mund oder so, das Sprechen mit mehr als 20 Gramm, kann ja schon auch in sehr undeutliche Sprache ausarten. Ne? Das ja, also ich glaube, also das mit vollem Mund ist natürlich auch nicht wörtlich zu nehmen. Ne? Ach so. Nur sprechen sollte, wenn der Mund gerade voll ist. Ich glaube, das muss dann nicht sein. Ja, ich musste so lachen. Ich habe am Wochenende ich wusste ja, dass... also ich kannte dein Projekt und dann habe ich hier einen Film gesehen aus der Mediathek und da kam tatsächlich eine Szene drin vor, wo Schauspieler tatsächlich ein Schnitzel gegessen haben, während sie dann einen Dialog geführt haben. Und das genau so wird es wahrscheinlich klingen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Sebastian, kannst du den mal eben einspielen? Weißt du, wie lange ich hier schon herkommen wollte? Wir sollen die besten Schnitzel im ganzen Ruhrgebiet haben. Und wenn wir wollen, dann können wir jetzt jeden Tag hier essen gehen. Schön. So, guten danke sehr. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Wenn jeder von uns
monatlich 2000 Euro kriegt, dann können wir uns mit dem Geld 5 Jahre lang über Wasser halten. Hm. Ist gar nicht übel, ne? Hm. Ich habe vorhin diese Eva angesprochen. Und? Sieht so gut aus? Das ist es ja. Frauen sprechen mich normalerweise nicht an. Vor allem solche, die so aussehen wie die, das stimmt halt nicht. Du glaubst immer noch, wir haben ihr Geld? Dass das sie geklaut hat. Ach, das war doch sicher ein Mann. Konfektionsgröße 52 auf 1,83. Wolfgang. Hm? Der Bankräuber trug Karnevalsmaske. Hm? Die hat entweder einen Freund oder Komplizen. Und die Hausdurchsuchung, die war kein Zufall. Aber ich würde der Sache auf den Grund gehen. Also wenn du jetzt wegen dem Geld paranoid wirst, sollten wir es vielleicht doch zurückgeben. Kommt überhaupt nicht in Frage. Aber wir müssen wachsam sein. Äußerst wachsam. Wachsam sein, äußerst wachsam. Als ich das gehört habe, musste ich automatisch an dein Projekt denken. Weil, also das muss man erstmal können, mit Schnitzel im Mund so deutlich reden. Also, ich wollte gerade sagen, also komplett ohne Schmatzen, ich glaube, ein bisschen werden sie es nachbearbeitet haben. Weiß nicht, sah nicht so aus, aber wahrscheinlich war es ein sehr trockenes Schnitzel. Aber die besten Schnitzel aus dem Ruhrgebiet. Sehr schöner Film, hat mir Spaß gemacht. Obwohl da, naja, ist eher leichte Muse, aber irgendwie niedlich. Ist irgendwann noch in der Mediathek, also Schnitzel für 3 heißt er. Ganz nett. Ist aber auch schon 10 Jahre alt. Also nicht ganz neu. Ja, so kann es dann klingen. Ich meine, es geht ja nicht um geklautes Geld, aber vielleicht um irgendwelche Dinge, die von mir aus auch vorher halt nicht so bekannt gewesen sind. Schön. Gut, wir rufen an dieser Stelle die Hörenden hier, Hörerinnen und Hörer, die sich an sowas beteiligen. Die Hörerinnen dürfen auch Hörerinnen mitmachen. Ja, also der Gedanke ist natürlich erst deswegen Podcast, weil du da im ehesten Leute hast, die das da direkt Lust drauf haben und wissen, wie sie loslegen können. Eigentlich ist das nicht beschränkt auf eine bestimmte Gruppe, also natürlich. Ja, ich meine, wenn hier der Audiophil-Podcast zum Beispiel, ne, das sind ja 3 Leute, die sich gefunden haben, die eigentlich keine Podcastende selber waren, sondern Hörende, und die sind aber dann dadurch eben zu Podcastenden geworden. Das ist ja sozusagen so eine Art Selbsthilfegruppe. Wer weiß, was du da anrichtest durch deine Idee. Am Ende ziehst du hunderte von neuen Podcast-Ideen hinter dir her. Feldherrschaft, ganz kurz davor. Ja. Wärst du ein guter Diktator? Ich glaube nicht. Überhaupt nicht. Ich bin total, Konfrontation ist gar nichts. Also ich werde, glaube ich, der freundlichste Diktator. Also das ist, glaube ich, jetzt gerade so ein Werbesprechen. Ne? Also ich bin der freundlichste Diktator aller Zeiten. Naja, also als Herrschaftsform. Ne? Also bei mir ist aber mehr so Pinky und der Brain mäßig. Also das wird sowieso nichts. Ist eigentlich bei wem aufgefallen, dass die Herrschaft des Geldes nicht in der Wiki-Liste der Herrschaftsformen steht? Just saying. Das haben die bestimmt lateinisch genannt oder so. Na, ich glaube, es ist tatsächlich nicht drin. Aber ich glaube, ich muss mal wieder nachschauen. Pecuniomat oder was weiß ich, irgendwie sowas. Ja, okay. Wir rufen hier nochmal dazu auf, sich bei dir zu melden, auf welchem Kanal auch immer. Das wirst du nochmal kommunizieren. Spätestens über den Twitter-Handle Stammtisch-Philo, bist du jetzt verraten. Ja, klar, kein Ding. Warum hast du dich eigentlich so genannt? Das war die Frage, die ich dir damals mal gestellt habe. Ich habe die Antwort vergessen. Das kommt von einem alten Film mit Mel Brooks. Da war er Stammtischphilosoph als Beruf, ich glaube in Rom. Und da Twitter nicht die letzten Buchstaben nicht erlaubt hat, ist es beim O aufgehört. Das sollte eigentlich Stammtischphilosoph werden. Okay. Also die Beschränkung von Twitter hat dich den Philosophen gekostet. Genau. Kann man jetzt den so und Sofen so sehen. Zumindest. Den Sofen. Genau. Ja, aber letzte Woche hatten wir den Sofa-Reporter hier und jetzt haben wir den Philosophen. Philosopha-Reporter wäre ja auch schön. Auch schön, ja. Ihr könnt ja bald mal essen gehen. Wie wär's denn? Ja, gute Idee. Können wir einen Podcast von machen. Das wäre doch ein guter Anfang, genau. Ja. Stammtisch-Philosopher-Reporter. Nicht schlecht. Okay, ich würde sagen, wir kommen von der Gartenbank runter. Es sei denn, du hast noch irgendwie jetzt ganz spontan irgendwie was der Menschheit mitzuteilen, die hier zuhört.
Nee, eigentlich nicht. Nee, du kannst auch gerne einfach, das wäre ganz lieb, wenn du einfach bei uns bleibst. Wir kommen ja über Querbeet und hier Setzlinge und Termine und so weiter hier noch ein bisschen weiter. Aber dann quatschst du einfach dazwischen und bleibst uns einfach als Gast erhalten. Aber wir kommen jetzt von der Gartenbank runter. Wir haben dein Projekt hier, glaube ich, schön eingeführt mit dem Spaß, den das Ganze auch mitbringen kann. Mit meiner nur schlecht verhohlenen Skepsis, ob es wirklich funktioniert. bitte straft mich Lügen und zeigt mir, dass es funktioniert, was sich der Ole ausgedacht hat. Das finde ich total klasse. Okay, dann kommen wir ins Querbeet. Und ich stelle fest, dass meine Sendungsvorbereitung so genial ist, dass ich nicht gesehen habe, dass im Querbeet gar kein Thema untergebracht ist. Hat jemand ein spontanes Querbeet-Thema? Sonst hätte ich eins. Schieß los. Ich hänge gerade noch dem URL-Shorten danach und dem, was im Chat stand mit, man könnte ihn ja Shrinks nennen und das amüsiert mich gerade sehr. Shrinks auch nicht schlecht. Genau. Ich habe gerade schon nachgeguckt, also URL-Punkt, diverse Endungen, da gibt es noch freie und dem hing ich gerade noch etwas nach. Ich wollte erzählen, dass ich gestern Abend die Gelegenheit hatte und eingeladen wurde vom Simon Dückert, an einer Planungssitzung für das virtuelle Sendezentrum für die RC3, also Remote Congress Experience, oder wie heißt das, dieses Jahr teilzunehmen. Und da werden immer noch auch Menschen gesucht, die sich beteiligen und mitmachen. Und da kann man im Sendegate auch unter diesem Kürzel RC3 einfach mal suchen und findet sicherlich da schnell die Dinge, die da der Simon als, als der Antreiber, wie vorhin schon gesagt, braucht immer eine Person, die so ein bisschen die Zügel in die Hand nimmt und den Antreiber macht, die er da dokumentiert hat, was da gestern besprochen wurde. Und wir durften da eine grafische, wie nennt man das? Ist das eine Benutzeroberfläche? Lars, du hast das auch gesehen? Ja, Claudia auch. Gut, eine grafische Benutzeroberfläche sehen, wo man dann wie auf so einer bisschen eine Spielfigur dann da durch so eine Welt wandern kann und jemand, wenn man dann auf eine andere Spielfigur trifft, dann wird da plötzlich ein Kommunikationskanal eröffnet und man kann den Leuten reden, so wie in echt. Und das war sehr niedlich. Also das war schon richtig Töfte. Also wer da Lust hat, vielleicht ein bisschen mitzuplanen oder so, da kann man sich schon auf jeden Fall mal melden, beziehungsweise mal informieren, was denn da so gemacht wird. Ich kann auch gar nichts Genaues sagen, was daraus wird. Ich glaube, das ist noch zu früh, um da Details zu sagen, aber es sah einfach auf eine Art und Weise spielerisch einfach einladend aus, dass ich wirklich mich angesprochen gefühlt habe. Und der Sascha, unser Sascha hier, der Schiller, der hat mich hinterher noch in eine schon etwas weiter bearbeitete Welt geführt und das war alles so nett gemacht und es war noch längst nicht fertig. Es soll noch viel mehr blinkende, bunte Bilder und LEDs und was weiß ich da irgendwie eingebaut werden, so dass man wirklich das Gefühl haben kann, in einem lebendigen Sendezentrum zu sein. Also das war wirklich beeindruckend. Hat mir große Freude gemacht. Wie hast du es erlebt, Lars? Hauptsächlich sehr müde, es liegt aber an mir. Also ich habe festgestellt, dass ich zumindest gestern Abend, ich bin also im Moment ja nicht ganz fit, Mühe hatte, dem Flow zu folgen da. Das liegt aber komplett an mir. Ich wünschte, ich könnte da im Moment ein bisschen mehr beisteuern von meiner Seite. Ich muss einfach mal gucken, was da geht. Ja, ich habe auch nicht die ganzen technischen Ebenen, die haben ja da auch ganz viele Fachbegriffe verwendet und also wirklich diese Ansicht, diese Fläche besteht aus mehreren Layern. Ich stelle mir das immer so vor, wie früher beim Overhead-Projektor, da hat man halt so eine Folie und noch eine Folie übereinander gelegt und dann wurde halt aus verschiedenen Strichen wurde dann plötzlich ein Tier und dann konnte man dann wieder einfach wegnehmen, dann wie auch immer. So stelle ich mir das halt elektronisch vor und so haben die das auch erklärt und diese einzelnen Ebenen, die konnten dann mit Funktionen belegt werden. Zum Beispiel eine Ebene könnte dann eben Podcast abspielen oder so, je nachdem. Wenn man dann diese richtige Ebene erwischt, dann kann man da irgendwie was zuhören oder so. Also so richtig
das ging mir auch alles ein bisschen schnell. Sascha hat mir hinterher Details erzählt, die ich dann, wo ich dann sagte, ach so, ach das haben die mir gerade erzählt. Danke für die Nachhilfe. Das war dann schon ganz gut. Aber allein was ich so schön finde, ist dieser Kontrast zwischen dieser doch recht einfachen Spielebene und ich kann halt so eine Spielfigur mit den Pfeiltasten auf dem Cursor, mit den Cursor-Tasten auf dem Keyboard, kann ich hin und her bewegen und dann hinter Menschen herlaufen, sie treffen. Ich kann auch vor Menschen davonlaufen, wenn ich sie nicht treffen will. Das war echt wie im richtigen Leben. Das war schon witzig. Bin mal gespannt, was da draus wird. Okay, das nur so als spontanes Querbeet. Sonst irgendwas? Sebastian, gibt es irgendwas aus deiner Technik-Ecke? Nee, eigentlich erstmal nichts. Das vielleicht Ende des Jahres dann mal wieder ein größeres Update oder so, aber aktuell noch nichts Spruchreifes. Okay, was war's vor Ende des Jahres? So ein Neujahrs-Update oder so? Mal schauen. Okay, wir verraten nichts. Alles klar. Gut, dann kommen wir direkt weiter zum Blühkalender. Entschuldigung, Lars, ich muss noch eben auf etwas hinweisen, was ich hier gerade im Chat lese. Denn das hatte der Schiller Sascha, gestern angekündigt, dass er auf dieser von ihm gebauten Fläche versucht, den Sendegarten zu hören. Also über diese Fläche. Und das macht er gerade. Hier läuft im virtuellen Sendegarten gerade der Sendegarten, schreibt er in den Chat. Also er macht es tatsächlich großartig. Sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zu den Terminen. Der Kongress ist ja sicherlich, oder der Remote-Kongress ist auch ein Termin, aber vielleicht gibt es noch viele andere mehr und das liegt in werten Händen vom Lars. Lass mal hören. Ja, so viele Termine sind es nicht, aus den schon bekannten Gründen, aber wir haben ein bisschen was. Quelle ist wie immer das Terminwiki im Sendegate. Los geht's da am 9. Dezember mit dem Podcast Meetup München. Das findet online statt und es gibt da einen Gast, nämlich Vincent Leitgeb, ich weiß nicht genau, wie man ihn spricht. Er berichtet über Podcasts bei der Süddeutschen Zeitung. Los geht's da um 19 Uhr. Weitere Infos gibt's unter podcast-muc.de. Einen Tag später, also am 10. Dezember, gibt es dann das Podcasting-Meetup Franken. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, hier, das organisiert sich in einer Gruppe bei meetup.com. Beginn ist da um 19 Uhr. Für alle weiteren Infos muss man Mitglied der Gruppe werden. Am 12. Dezember gibt es dann ein virtuelles Funheim-Treffen. Dieses Mal gibt es da eine kleine Weihnachtsfeier. Los geht's um 16 Uhr auf dem Teamspeak-Server der PodWG. Um 20 Uhr wird dann auf eine Big Blue Button-Instanz gewechselt und es wird gewichtelt. Dann springen wir schon zum RC3. Der findet statt vom 27. bis zum 30. Dezember, die Remote Chaos Experience. Das soll eine ganze Reihe von Online-Events und Workshops werden. Updates dazu gibt es immer unter events.ccc.de. Und zum Schluss habe ich noch eine Absage. Das war ja die letzten Male schon immer mit großem Vorbehalt und großem Fragezeichen gesagt. Da geht es um das Podruhr. Das war für den 8. Januar 2021 geplant. Aber das wird es so nun aus den bekannten Gründen nicht geben. Da, also mal schauen, wie es dann Anfang April ist. Das wäre es eigentlich schon von den Terminen. Wie gesagt, die kommen aus dem Terminwiki im Sendegate und wenn ein Termin hier mal genannt werden soll, einfach dort eintragen und dann übernehmen wir das. Ganz herzlichen Dank für diese Übersicht und schade, dass das Podruhr ein weiteres Mal abgesagt werden muss, aber es ist völlig korrekt und richtig. Solange wir dieses komische Virus nicht einigermaßen im Griff haben und ich glaube, es wird uns bestimmt noch bis zum Mitte, Ende des nächsten Jahres beschäftigen, sollten wir ganz vorsichtig sein mit dem, was wir tun. Also trotz aller positiven Ankündigungen, ich bin auch da pessimistisch, dass das jetzt nicht durch, wir jagen mal eben, hier unserer ganzen Bevölkerung eine Spritze in den Arm und dann ist alles wieder gut. So schnell wird es wahrscheinlich auch nicht gehen. Ja, wir spekulieren nicht, das macht keinen Sinn. Ich sag nur, was ich denke. Weil ich, Was ist denn dein Vorbehalt? Mein Vorbehalt ist, dass viele Menschen jetzt zu schnell die Schutzmaßnahmen aufgeben. Ach so, also, ohne eben geimpft zu sein, oder?
Ja, oder weil sie selber schon geimpft sind, oder wir wissen dann noch nicht mal, ob die Impfung dafür sorgt, dass wir keine Überträger sind. Wir wissen nur, dass die Impfung dafür sorgt, dass man nicht erkrankt, aber ob man nicht vielleicht den Virus doch weitergeben kann. Das ist noch gar nicht sicher. So, und dann kann es ja durchaus sein, dass ich zwar geimpft bin, nicht krank werde, aber ich bin fröhlicher Spreader. Ja, das ist ja auch nicht so im Sinne des Erfinders. Also also auch Menschen, die geimpft sind, sollten weiterhin Abstand halten, Maske tragen und so weiter und so weiter. Und das wird, glaube ich, vielen nicht einsichtig sein. Nach dem Motto, jetzt bin ich doch geimpft, jetzt kann ich doch wieder in die Skihütte gehen oder was auch immer da gerade aktuell attraktiv ist. So, das war das Wort, was ich suchte. Ja, also ich habe Angst, dass das, oder Angst ist übertrieben, aber die Sorge, dass es dann zu leichtfertig behandelt wird, das Problem. Das ist so klein dann doch nicht. Und 450 Tote gestern und vorgestern klingt in meinen Ohren einfach, also monströs viel, und will ich nicht haben, will ich einfach nicht. Verstehst du meinen Vorbehalt? Ja, ich kenne mich da jetzt bei dieser technischen oder bei dieser gesundheitlichen Impftechnik da jetzt nicht so aus, dass ich das irgendwie sagen könnte, ja, so ist das oder so. Aber wenn man weiterhin Spreader sein kann, muss man natürlich weiterhin vorsichtig sein, klar. Du bringst es auf den Punkt, genau, was ich mit vielen Worten gesagt habe. Genau. Danke. Okay, lassen wir uns nicht weiter die Laune verderben, denn es ist ja dann auch beherrschbares Problem, irgendwie. Kommen wir zu den Setzlingen. Und kurz vor Weihnachten, es geschehen Zeichen und Wunder, es gibt Setzlinge. Man hat uns bedacht mit Setzlingen und es gibt sogar Ausschnitte zu hören. Selbst das ist gelungen herzustellen. Also Setzlinge fast wieder so, wie es früher einmal war. Wir fangen an mit einem neuen Podcast, den der Danny vom schon eben erwähnten Podcast. Mein Gott, wie heißt er denn jetzt wieder? Habe ich gerade noch erwähnt. Audiophil-Podcast mit einem mir nicht bekannten Alex zusammen macht. Alex und Danny oder Danny, wir haben eine Ostalgie, schreiben sie in der Beschreibung, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen. Der Osten prägt aber. Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgraten, Softeis oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag. Wir sind beide knapp vor der Wende und dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet. Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet. Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und morgen. Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage, denn Alex ist ein Fischkopf und Danny eine Thüringer Bratwurst. Und der Podcast heißt, wir hatten es vorhin, 80-82, ein Podcast über drüben, heißt er, ist bei Podigy zu erreichen unter 8082, also 8082.podigy.io, und wir haben einen kleinen Ausschnitt. Alex und Danny, wir haben eine Ostalgie, die wir selbst nicht erlebt haben und nur aus Erzählungen kennen. Der Osten prägt, aber wie? Ob Schulgarten, Softeis oder Zero, sie gehörten zu unserem Alltag. Wir sind beide knapp vor der Wende und dem World Wide Web geboren, in einem neuen Deutschland aufgewachsen und im Westen gelandet. Wir stellen regelmäßig die Frage, wie der Osten unseren Blickwinkel auf die Welt von heute ausrichtet. Dabei schlagen wir eine Brücke von Kleinigkeiten im früheren Alltag auf das große Ganze von heute und von morgen. Nicht selten wird es kurios und fördert Überraschendes zutage. Denn Alex ist ein richtiger Fischkopf. Und Danny eine Thüringer Bratwurst. Ich finde immer noch Thüringer Bratwurst das viel schlimmere Beleidigungswort. Ja, wie gesagt, ich könnte mich auch als Sprotte bezeichnen, aber in Rostock sagt keiner, du Sprotte. Ein sehr guter Einleitungstext. So, das ist die Nullnummer. Das bedeutet, das ist noch gar nicht die richtige Podcast-Folge. Wir wollten sie, um sie zu registrieren bei den ganzen Plattformen, aber einfach schon mal losschießen und kurz erklären, um was es hier eigentlich gehen soll. Und die erste Rubrik ist ein Thema, was jemand mitbringt und der andere aber nicht kennt. Was denken wir uns dabei? Na gut, zum einen wollen wir uns selber ein bisschen überraschen. Wir kennen uns zwar schon länger, aber wir kennen uns noch nicht so gut. Mhm. Und wollen damit so ein bisschen die
die Assoziationen in unserem Kopf mal wecken, sodass also wir damit auch die kleinen Geschichten aus unserem Alltag auch rausbringen. Und ich glaube, was wichtig auch nochmal zu sagen ist, wir wollen eben keinen Nostalgie-Podcast machen, sondern was wir gemerkt haben, ist, dass unsere Herkunft uns prägt, mhm, und dass wir dadurch auch manchmal auch eine andere Perspektive einfach auf die Dinge haben. Ich habe ja mal aus Witz gesagt, ich bin erst zum Ossi geworden, als ich in den Westen gegangen bin. Und ich finde, dass es sich lohnt, darüber mal zu sprechen und zu reden. Weil es gibt ja ganz viele Menschen wie wir, mhm, also die so sind wie wir, und eben ganz viele Menschen, die nicht verstehen, wo wir eigentlich herkommen. Ja, um das vielleicht ein bisschen klarer zu machen, ist dieser Podcast sicherlich eine gute Einführung. Und ich habe mich ja gerade so schön gelobt, dass ich vorbereitet gewesen bin. Wäre ich vorbereitet gewesen, hätte ich natürlich nicht denselben Text vorgelesen, den Dani und Alex dann selber auch eingesprochen haben. Das ist mir leider durchgegangen. Aber so habt ihr ja das aus drei verschiedenen Perspektiven sozusagen erzählt bekommen. Gut, das ist 8082, ein Podcast über drüben. Neu in eurem Podcatcher. Und jetzt kommen wir zu zwei Podcast-Adventskalendern. Wie schon eingangs gesagt, ist ja der Dezember der Monat der Adventskalenderisierung. All überall auf den Eingangskanälen hört ihr jetzt die Leute die Tage zählen. Und wir fangen an mit dem Klassiker sozusagen von der Stefanie und dem Ralf. Ralf Meyer, den kennen wir ja auch aus Podstock und so weiter. Das ist der Podcast Adventskalender, so heißt er einfach nur. Ho, ho, ho heißt es dort in dem Klappentext. Wir sind alle froh und freuen uns sehr auf noch mehr Weihnachten. Der Podcast Adventskalender ist für viele nicht mehr neu. Deswegen starten wir dieses Jahr die neue Qualitätsinitiative. Weihnachten kommt dieses Jahr geplant. Also von und mit Stefanie Hauburger und Ralf Meyer. Und ich habe einen Ausschnitt mitgebracht und ich fürchte, der ist ganz ähnlich dem, was ich gerade vorgelesen habe. Tüdelü. Oh, hallo. Herzlich willkommen beim Podcast Adventskalender. Eine Nullnummer. Eine Nullnummer? Ihr kennt ja alle den Podcast Adventskalender. Aber dieses Jahr wird's neu. Dieses Jahr wird's ein bisschen anders. Ihr dürft natürlich alle im Dezember etwas dazu beitragen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich euch dieses Jahr auf Weihnachten vorbereite. Denn wer will schon unvorbereitet in Weihnachten starten? Deswegen möchte ich euch dieses Jahr jeden Monat, naja, mit dem Januar hat es nicht so gut geklappt, da ging es mir nicht so gut, aber sonst jeden Monat eine Adventskalenderfolge präsentieren oder eine Podcast-Folge präsentieren, in der es Themen rund um Weihnachten geben wird. Das heißt, ich werde mit euch über Speisen, Geschenke, Adventskalender und sprechen, Dekoration, was weiß ich. Ich lade euch recht herzlich dazu ein, Gast bei mir zu sein und euch mit mir über Bräuche und weiß ich nicht was zu unterhalten. Ich werde mir natürlich Informationen zunutze machen, die ich in den vergangenen Jahren durch die Podcast-Adventskalender-Folgen gehört habe. Ich werde Menschen hoffentlich dazu ermuntern, nochmal wieder oder wie auch immer daran teilzunehmen und ein Teil vom Podcast-Adventskalender zu werden oder zu sein. Und genau, also viel mehr gibt's innerhalb dieser Nullnummer quasi gar nicht zu sagen. Und da hatte ich sie abgeschnitten. Ja, und ihr habt wahrscheinlich zugehört und gesagt und euch gewundert, warum das heißt, in jedem Monat etwas über Weihnachten zu erzählen. Das ist anscheinend tatsächlich die Ursprungsidee gewesen. Also diese Nullnummer ist aus dem Februar. Dann gab es die erste Folge im März, die zweite Folge im Mai und dann die dritte am 30. November, die vierte am 1. Dezember, die fünfte am 1. Dezember und jetzt scheint es ein richtiger Adventskalender zu werden. Genauer kann ich es nicht sagen. Das heißt aber auch 2020. Was? 2020? Das heißt beim Podcast Adventskalender war auch 2020. So ja, da ist auch 2020, genau. Ja, genau. Das Jahr der Planungen und der aufgegebenen Ideen, genau. Eigentlich wäre ich jetzt auf Mallorca, ja genau. Oder wo auch immer. Oder in Norwegen.
Radfahren oder sonst wo. Genau, es ist 2020, du hast es genau getroffen, Claudia. Es dauerte einen Moment, bis ich verstanden habe, aber du hast es gut getroffen. Ja, jedenfalls gibt es jetzt diesen Podcast-Adventskalender und wir haben den zugeworfen, über den Zaun geworfen bekommen vom Sascha und an den für den Hinweis einen ganz herzlichen Dank dafür. So, und dann gibt es noch einen, wenn man so will, Adventskalender-Podcast. Ich habe nicht ganz rausgekriegt, wie das jetzt gute Stück jetzt heißt. Ich nenne es mal Novemberregen-Podcast. Das ist eine Zuschrift von der Dela, die uns das über den Zaun geworfen hat und sagt, hier, Podcast-Nachwuchs und liebe Bubble, springt da mal drauf. Dann habe ich mal in den Klappentext gelesen und da steht tatsächlich, zwei ältere Frauen, die ein paar Minuten Podcast-Karaoke mit vorgegebenen Fragen spielen. Eine hatte eine Idee, die andere hat sich so ein Audioschnittprogramm runtergeladen. Nicht mehr und nicht weniger. Habe ich gedacht, na gut, zwei ältere Frauen. Was ist das? Wovon erzählen die jetzt? Vom, na, weiß nicht, vom Kuchenbacken und Tee kochen oder so. Und dann habe ich da reingehört und also ich weiß nicht, wo ältere Frauen anfängt. Also für meine Ohren hört sich das ganz jung an. Und auch da ein kleiner Ausschnitt. Hallo. Ich möchte mit dir über Witze sprechen. Ich möchte lieber mit dir über diesen Podcast sprechen. Der große Adventskalender-Podcast. Jetzt sprechen wir über was. Wir müssen über diesen Podcast sprechen, weil ich finde, dass du in der Situation bist, dass du erklären musst, warum wir das jetzt machen. Ja, den Ansatz verstehe ich, fürchte aber, es gibt gar nicht so viel dazu zu erklären. Ich hatte diese Idee und habe die kommuniziert, bevor ich weiter darüber nachgedacht habe und dann war es so. Es gibt ja immer mal so diesen Tipping Point in Situationen, wo es weiter vorwärts einfacher ist als wieder zurück und das war quasi in der Millisekunde des Aufschreibens und Denkens, was im gleichen Moment stattfand, schon erreicht. Und da sind wir jetzt. Hab das aber, das möchte ich dazu sagen, auch, finde ich, ganz hervorragend gelöst, weil ich ja gar nichts machen muss, außer sprechen. Die Ideen, zu was gesprochen wird, kommen ja aus dem Internet. Und die Post-Production machst du, ja, sodass ansonsten ja alles gut ist. Kannst du uns erklären, wie eine Person, die nichts schlimmer findet auf der Welt als Podcasts und niemals einen selber hören würde, sich plötzlich denkt, ich möchte einen Podcast machen? Was ist da passiert? Nein, das kann ich nicht. Was ist denn dein Lieblingswitz? Ich fürchte, ich bin überhaupt gar nicht die richtige Person, um zu Witzen befragt zu werden, weil ich ja keine Witze erzähle. Ich habe einen Witz, den ich standardmäßig erzähle, wenn ich darum gebeten werde, einen Witz zu erzählen. Deshalb kann ich das jetzt hier an dieser Stelle auch machen. Das aber nur, weil der sehr kurz ist. Und ich gebe zu, seit 1980 hat niemand mehr darüber gelacht. Und der Witz ist, kommt eine Frau beim Arzt. Okay, das ist also der Kalender-Podcast novemberregen.blogger.de stories/2788195 oder unter anchor.fm /herzregen-podcast. Deswegen habe ich gerade eingangs gesagt, ich weiß nicht so genau, wie das Kind jetzt heißt. Also entweder Novemberregen oder Herzregen und dann noch Kalender-Podcast, so wie heißt dann die Datei. Im Zweifelsfalle empfehle ich den Blick in die Shownotes oder einfach mal bei Herzregen suchen. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, was die Dela uns darüber geworfen hat über den Zaun und dafür ganz herzliches Dankeschön. So, da wir jetzt alle mit Witzen der richtigen Art und Weise ausgestattet sind und entsprechend lustig sind, können wir jetzt auch in die Endrunde kommen. Kommt zu den Blütenschätzen. Das sind Dinge, Blütenschätze sind Dinge, die uns irgendwie angestupst haben, die uns aufgefallen sind, zum Lachen gebracht haben, zum Nachdenken oder vielleicht auch gar nicht gefallen haben.
Das kann ein Podcast sein, das macht natürlich am meisten Sinn hier in einem Format, wo wir über Podcasting reden. Das kann aber auch was ganz anderes sein. Wir haben auch schon Bücher, wir haben auch schon YouTube oder wir haben sogar Programmiersprachen oder was war das letzte Mal bei Sebastian? Irgendeine neue Technik sozusagen gehabt. Deswegen fange ich bei dir mal wieder an, Sebastian. Hast du einen Blütenschatz dabei, zufällig? Nee, diesmal muss ich, glaube ich, wirklich passen. Okay, kein Blütenschatz von dir. Du hast Mut zu keinem Blütenschatz. Es gibt noch für alle, die das zum ersten Mal hören, hier keine Regel. Also das ist völlig in Ordnung, wenn man eben sowas nicht mitgebracht hat. Ole, kennst du die Regeln hier? Kennst du das mit dem Blütenschatz? Nee, du hörst den Sendegarten nicht. Genau, du bist jetzt überrumpelt. Total, ja. Ist dir aus deinem üppigen Podcatcher irgendetwas im Kopf, wo du sagst, oh, die Episode hat mir besonders gut gefallen? Oder hast du eine Wandfarbe gekauft, die dir besonders leuchtend erscheint oder so? Möchtest du dafür Werbung machen? Weiße Wandfarbe würde ich immer empfehlen, ja. Nee, aber sonst nein. Okay, die Frage ist nur von welcher, also aus dem Baumarkt oder dann doch lieber vom Fachhändler? Gibt es für Farbe Fachhändler? Oh ja, und da gibt es Farben, da brauchst du nur einmal zu streichen. Nee, also es gibt tatsächlich Wandfarbe, die kostet deutlich mehr, aber sie macht dir so viel weniger Arbeit. Immer das kaufen, was hier der Maler auch nehmen würde. Also hat mir gesagt, war Gott froh. Ja. Nee, ich war wirklich froh drum. Aber gut, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen, glaube ich. Aber egal, dafür ist der Sendegarten ja gut. Claudia, hast du zufällig irgendwas gesehen, gehört, gelesen, wahrgenommen, drüber gestolpert oder sowas, was du hier unter Blütenschätze unterbringen könnten wollen würdest? Also ich hatte unlängst das Erlebnis, dass ich beim Sunday Morning Cast reingehört habe und kam genau pünktlich dazu, wo sie sich drüber unterhalten haben, über Lieferdienste und wie die FahrerInnen dort halt auch immer wieder ausgebeutet werden und dass es da halt auch Möglichkeiten gibt, den Leuten Informationen bezüglich vernetzt euch doch mal, tut euch zusammen, bildet Banden, da mal zukommen zu lassen. Und dazu fiel mir ein, was ich auch unlängst gelesen hatte, ist vom Cory Doctorow das Buch For the Win, wo es darum geht, dass sich letztendlich GamerInnen zusammentun, beziehungsweise Menschen, die halt im Bereich Spielebranche halt arbeiten, die so Goldfarmer sind und dass die dann halt quasi Gewerkschaften bilden und so weiter. Und was ich bei ihm halt immer wieder toll finde, beim Cory Doctorow, sind halt die vielen Dinge, die man bei ihm in den Büchern auch über Resilience lernen kann, über Zusammenarbeit und darüber, wie Dinge auch einfach anders gehen können. Und von daher wäre mein Blütenschatz für dieses Mal von Cory Doctorow For the Win. Und vielleicht für alle, die das schon durch haben und die Little Brother Serie noch nicht, dann gleich anschließen die. Wunderbar. Was man alles beim Sunday Morning Cast lernen kann. Erstaunlich, erstaunlich. Vielen Dank dafür. Und dann frage ich mal den Lars, hast du einen Blütenschatz für heute? Ach, ich musste gerade in diesem Moment husten. So, ich hoffe, es geht gerade. Ich habe mir zwei Blütenschätze noch eben improvisiert. Super. Ich bin im Moment sehr auf meinem gewohnten Terrain unterwegs und höre wenig anderes, weil ich zu wenig Zeit habe zum Hören. Aber ich habe mit großem Genuss die Hoaxilla-Folge 265 gehört, die um die Geschichte von Kaspar Hauser geht. Da habe ich vor langer Zeit schon mal was von gehört und fand das ganz interessant und ja, sehr Hoaxilla-typisch, genau wie ja ich Hoaxilla eigentlich schätze, haben sie das in der aktuellen Folge, ich glaube, es ist die neueste, in der Folge 265 eben aufbereitet. Das war mir beim Hören wirklich ein Genuss, deswegen ist das auf jeden Fall ein podcastiger Blütenschatz. Und ich bin kürzlich auf ein Musikvideo mal wieder gestoßen bei YouTube. Das möchte ich auch erwähnen, weil das musikalisch und vom Video technisch unheimlich gut gefallen hat. Es heißt Automatica, Robots vs. Music von Nigel Stanford.
Das fand ich also wirklich großartig. Ich glaube, das gibt schon eine ganze Weile und ist wahrscheinlich schon weit bekannt, aber an mir ist das irgendwie vorbeigeflitzt und für mich war es ein neuer Genuss. Na, das ist mal wieder spannend hier. Etwas außer der Reihe, also YouTube, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Ja, dann schließe ich den Reigen ab, ne? Ja, glaub schon. Ich komme auch im Moment nicht so richtig viel zum weit verbreiteten Podcast hören. Am meisten versuche ich noch so Themenpodcasts zu hören, die mich irgendwie fachlich auch ein bisschen begleiten. Da ich mit Rechtsthemen und Datenschutz zu tun habe, sind das natürlich insbesondere solche Podcast-Angebote. Da gibt es inzwischen eine ganze Menge. Ich habe noch keine für mich irgendwie systematische Übersicht. Ich kriege immer mal irgendwo auf Twitter wieder mit, hier ein Landesdatenschutzbeauftragter hat einen Podcast rausgebracht, dann wird er sofort abonniert, mal reingehört, oder irgendeine Zeitschrift hat einen Podcast rausgebracht. Und jetzt bin ich über einen gestolpert, den gibt heraus das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Tatsächlich haben die auch einen eigenen Podcast. Geplant sind 10 Episoden. Und in der 5. da, deswegen bin ich aufmerksam geworden, war der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber da und Katharina Nokun, die wir ja auch aus verschiedenen anderen Podcast-Angeboten schon kennen und eben auch als Aktivistin für Datenschutzfragen, zum Beispiel auch einen tollen Vortrag auf dem Kongress letztes Jahr gehalten hat und so weiter, also bekannt ist. Und als ich die beiden Namen gelesen habe, habe ich gedacht, oh, da will ich unbedingt mal reinhören. Das ist der Recht-So-Podcast, Recht-So, und dann kommt ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen und dann nennt sich der Rechtsstaat-Podcast. Und so neugierig ich auf die beiden angekündigten Interviewpartner war, so gefremdelt habe ich doch mit der Moderatorin Rabea Schlotz, die Anmoderation in einem, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, boah, das ist aber ein komischer Drive irgendwie. Also für so ein ernstes Thema, ja, sie war nicht unernst, aber irgendwie hat mich da was total gestört und ich habe mich sehr daran gerieben, wie sie die Moderation gemacht hat, wie sie gesprochen hat, diese gestanzten, vorgeschriebenen Sätze und so, das war mir alles irgendwie so steif. Hab aber dann durchgehört, weil ich sowohl Ulrich Kelber als auch die Katharina Nokun hören wollte und hab dann gemerkt, dass im Dialog die Moderatorin Rabea Schlotz ganz anders gesprochen hat. Also viel ruhiger, viel umgänglicher, für meine Ohren viel angenehmer. Und lustigerweise habe ich heute Nachmittag nochmal reingehört in das, weil ich diesen Eindruck mir nochmal bestätigen wollte. Und da hatte ich plötzlich überhaupt kein Problem mehr damit, Rabea zu hören. Also da habe ich festgestellt, dass mein Höreingangskanal doch offenbar sehr stark von der Tagesform abhängig ist. Und an dem Abend, wo ich das gehört habe, war ich wohl nicht mehr in besonderer aufnahmefähig. Oder war das morgens? Keine Ahnung. Da war ich viel, viel kritischer als jetzt heute Nachmittag beim nochmaligen Durchhören. Deswegen kann ich den hier trotz meiner ursprünglichen Reserviertheit dann doch empfehlen. Das ist der Recht-So-Podcast Folge 5 Update Datenschutz. Da erzählt Ulrich Kelber und die Katharina Nokun nochmal sehr schön, worum es eigentlich geht beim Datenschutz und wer da eigentlich geschützt wird, Daten oder Menschen. Spoiler, es sind die Menschen. Es geht immer um Menschen. Und am Wochenende habe ich, ich nehme einfach die Gelegenheit wahr und schmeiß noch einen hier ins Rennen, am Wochenende habe ich die 4000 Hertz durch die Gegend, heißt das glaube ich, Episode mit Axel Ranisch gehört. Das ist so ein Podcast, wo ein ich weiß gar nicht, wie er heißt, ein Host mit einem Gast durch die Gegend läuft und dabei dann eben das Gespräch aufnimmt. Und Axel Ranisch ist mir schon mal aufgefallen. Wir hatten ihn auch schon mal hier im Podcast, weil er mit David Striso den Podcast macht, wo klassische Musik vorgestellt wird. Und da hat er schon mir so gut gefallen. Ich kenne ihn auch aus Verfilmungen.
Axel Reinisch hat mir einfach gefallen, ohne dass ich wusste, wer es ist. Und jetzt, wo ich ihn kenne, finde ich es natürlich interessant, auch ihn erzählen zu hören. Auf Twitter sagte auch jemand, ach, einmal so diese Leichtigkeit haben, wie der Axel das hat, das wäre einfach total gut. In der Tat, er hat eine wunderbare Art und Weise, über sich, über sein Leben zu reden. Was ich ein bisschen doof fand, muss ich sagen, dabei bei 4000 Hertz wird es auf der Webseite angeteasert mit dem Satz, nackt auf der Bühne zu stehen, hat für mich alles verändert. Das ist für mich so Clickbaiting, wie es nur irgendwie sein kann. So nach dem Motto, ja, und beim dritten Mal fingen sie alle an zu weinen. Also das war ein Satz, wo ich gedacht habe, nee, weil der Satz da steht, höre ich mir die Episode nicht an. Hab mich dann aber eines besseren, ja, ich habe das dann trotzdem gemacht und bin sehr froh, dass ich das gehört habe. Denn in der Tat ist dieser Satz, der kommt zwar darin vor und die Geschichte kommt auch darin vor, aber es ist ein ganz, ganz kleiner Teil eines viel längeren und größeren und einer schöneren Geschichte, die er erzählt. Steht also wirklich nicht so über allem, wie das da jetzt, ja, da steht ein Mensch nackt auf der Bühne. Wow, ja, Sex sells. Das, ich weiß nicht, das wird der Sache nicht gerecht, aber es ist trotzdem ein sehr schöner, eine sehr schöne, ja, eine Homestory sozusagen vom Axel Reinisch. Und wer da ein Ohr für hat, ist da sehr gut beraten. 4000 Hertz, Ausgabe vom 27. November. Durch die Gegend heißt das Angebot, genau. Und sicher müsste ich wissen, wer es macht. Ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Sorry. Das soll es gewesen sein. So, das waren meine zwei Blütenschätze und damit sind wir ganz durch. Ne? Hör ich Widerspruch? Nö. Seid ihr noch da? Ja, ja. Du musst uns schon Zeit geben, uns zu entmuten. Ach so, habe ich euch wieder mute geredet? Mute zugeredet? Ihr macht doch meine Huste nicht. Ich habe euch mute zugeredet. Das ist doch mal schön. mutezugeredet.de. Guck mal, schon wieder das nächste Podcast-Projekt hier. Mute zugeredet. Sehr schön, sehr schön. Okay, ja, dann bin ich hier am Ende. Was habe ich gerade vergessen, als ich den Podcast Novemberregen oder Herzregen abgespielt habe, da sagte ja eine der beiden Podcasterinnen auf die Frage, wie soll es denn weitergehen? Ja, keine Ahnung, das ist so eine Idee, die ist gekommen, da habe ich was angeregt und keine Ahnung, wie es weitergeht. Da muss ich sofort an Ole und seine Idee denken mit vollem Mund, die ja auch so ungefähr entstanden ist. Also ja. Die ist dir durch den Hirn, das Hirn geschossen und du hast sie niedergeschossen. Sagen, gibst du. Nein, das wollte ich nicht, das wollte meine Zunge, ja. Nicht ich. Sie ist dir durchs Hirn geschossen, geflogen. Und du hast sie einfach mal in die Welt gesetzt. Das finde ich total schön. Und jetzt schauen wir mal, was passiert. Also liebe Hörende, nochmal der Aufruf, sich an den Stammtisch-Philo auf Twitter am besten zu wenden oder irgendwie im Sendegate, falls ihr da unterwegs seid. Da wird sicherlich auch noch irgendeine eine Kontaktseite oder was auch immer entstehen. So habe ich das jedenfalls gerade verstanden. Wer immer Lust hat, an diesem Projekt teilzuhaben, bitte, bitte melden. Ja, und dann bleibt im Prinzip nur noch zu sagen, Dankeschön fürs Dabeisein heute. Da geht der besondere Dank wieder an die Sendegärtner-Crew. Diesmal fange ich mal mit dem Lars an. Dankeschön, Lars. Ja, immer wieder gerne. Und der Sebastian, danke dir. Ja, auch immer wieder gerne. Wunderbar. Auch wenn du nicht viel sagst, also das wird ja immer wieder angesprochen, ne? Warum reden die so wenig, der Lars und der Sebastian? Weil ich halt so viel quatsche. Ich quatsche ihnen mute zu. sie sind absolut unverzichtbar. Im Hintergrund passieren Dinge, die sieht man gar nicht und ohne diese Dinge würde das ja alles überhaupt nicht so gut funktionieren, wie es funktioniert. Also nochmal ganz, ganz herzliches Dankeschön und ich danke vor allen Dingen auch der Claudia, die immer wieder ihre
ihre Worte hier so wunderbar in den Sendegarten hineinspeist und diesen frischen Blick aus dem österreichischen Burgenland, aus dem österreichischen Wien. Ja, aber nur zugereist. Also. Ja, zur krass. Das ist der norddeutsche Blick hier in Wien, ja genau. Ja, aber so ein bisschen, ach, du kennst ja auch, du kannst aus dem Maschinenraum des Chaos berichten, hast da mehr Einblick als wir teilweise und das ergänzt sich einfach so großartig. Das ist wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke wieder. Und wichtig und toll auch immer, wenn die Gartenbank besetzt ist, wenn sich jemand das Herz nimmt, einen Mut fasst und sich zu uns setzt und dann, wie das der Tobias vorhin schrieb, wer hören will, wie sich der Stammtisch-Philo im Sendegarten um Kopf und Kragen redet, jetzt hier einschalten. Wer sich also dieser Gefahr aussetzt, diesen Mut hat, das ist auch mal ganz toll und heute geht der Dank dafür an den Ole. Dankeschön. Ja, danke auch. War mir ein Fest. Super. Fürs dabei sein. Genau. Jetzt hast du noch mehr geredet. Also das Verhältnis zwischen Hören und Sprechen wird jetzt noch schlechter. Das stimmt, naja, ja. Naja. Es ist egal. Egal. Du wirst Menschen erfreuen mit dem, was du gesagt hast. Und diese Menschen, die du erfreust, denen gilt der besondere Dank, denn es ist immer toll, wenn Menschen hier zuhören und vor allen Dingen, wenn sie auch so mitgestalten und mitschreiben und mitdenken, so wie heute im Chat, da war ja doch einiges los. Ganz, ganz herzlichen Dank euch, die ihr hier live mitgemacht habt und zugehört habt bei der Entstehung dieser Episode. Diesmal ohne technische Finessen, ohne Probleme, ist alles ganz wunderbar durchgegangen. Wir können echt ein Live-on-Tape machen, so wie es mir am allerliebsten ist. Klappt nicht immer, habt ihr ja schon gemerkt, aber diesmal scheint es so zu funktionieren, das ist ganz, ganz wunderbar. Also ein Dank an die Live-Hörenden und natürlich ein Dank an die Menschen, so wie Philipp es eingangs gesagt hat, die Konservenhörer sind, die Podcasts eben so nutzen, wie Mutter Natur sie erfunden hat, nämlich als Begleitmedium, da wo ihr gerade seid. Ihr seid beim Joggen, beim Laubsaugen, das komme ich auch nicht mehr davon los. Oder was weiß ich, im Auto unterwegs, in der Bahn, auf dem Fahrrad. Aber da bitte immer nur mit einem Ohr hören, denn ein Ohr muss auch an den Straßenverkehr gegeben werden. So, jetzt hat der alte Mann genug gesagt und dankt nochmal ganz herzlich allen, die dabei waren und die das gehört haben. Wir gehen in die Nacht und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ja, tschüss zusammen. Tschüss.